guten Morgen. Käppi, Kopfhörer, Trikot. Es geht los. Nur wie geht's los? So. Heute ist ja auch Bundesliga, ne? Da kann man nicht so lange. So, hier ist alles korrekt. Da ist alles korrekt. Hier ist korrekt. Ich schwitze wie ein Schwein, das ist korrekt. Ah. Boah, ist das warm! Jetzt schon, so eine schwüle Luft. Das ist widerlich, eklig, abstoßend. Wie eurem... Ihr wisst Bescheid. Nochmal mal ein bisschen so. Ja, nee, Taschendiebstahl finde ich scheiße. Ich will ja die Leute nicht bestehlen. Ab und zu. Weggefallen. Wo ist das warm? Okay, wo sind wir? Was tun wir? Da ist eine Truhe. Okay, warum ist da eine offene Truhe? Was habe ich hier? Ah, hier das, ja. I won fair and square. There's no point in playing again. I want a challenge. Go on, find... So, ich habe extra nachgeschaut. Bevor wir das 500 Mal machen, wir kriegen immer nur diesen Ring, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Brauchen wir den? Nö. Kann ich die einfach öffnen? Mach ich das so. Totale Erschöpfung, die habe ich auch so immer. Ah, nee, Scheißring. Die ist kacke, brauchen wir nicht. Ab ins Lager. Dann ist hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Boah, ist das eine Hitze, ey. Ich schwöre bei Gott, das Fenster zuzumachen wäre schlauer. Aber dann bräuchte ich in die Sauna gehen, dann habe ich schon meine private hier. Let's have a look. Ja, nehmen wir mit. Wohin wollen wir denn? Hier den Weg noch lang, ne? Warum? Weil den sind wir nur lang gerannt. Okay. Wehe, wir laufen wir da durch irgendwelche Ranken oder so ein Zeug, ey. Wehe. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo die Ranken sind. Wohin müssen wir? Wir laufen jetzt hier links rum. Hm. Hier hin, ne? Ja, und dann hier lang. Weil hier haben wir alles so ignoriert. Hier war der Überfall, ne? Glaube ich. Sieht danach aus. Schauen wir mal. Oh, dann ist heute endlich... Ja, da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Da sind die Leute gestorben, die wir hätten retten sollen. Aber wir können auch nicht jeden retten, ne? Manchmal stirbt man, manchmal... Ja, okay, alle sind tot. Aber wir hatten vor, welche zu retten. Bestimmt. Ich gehe davon aus, dass ich welche retten wollte. Ne? Guck mal, der hatte nix. Können wir nicht looten. Schwach. Was haben die denn nix? Gib mir mal Loot. Geht doch. Geil, eine Karotte. Hammer.
Okay. Let's go. So viele Schlüssel? Okay. So, ich wollte hier den Weg lang, ne? Das müsste der hier sein. Vielleicht liegt der hier noch was. Und jetzt sieht man, ob ich Karten lesen kann. Immerhin. Aber hier scheint nichts zu sein, ne? Oh mein Gott, ich krieg keine Luft. Here goes nothing. North, last light in. South, right from town. Okay. Wo lang gehen wir denn zuerst? Ich will ja auch hier lang, ne? Das heißt, es macht Sinn, jetzt hier den Weg runter, so, ne? So, weil hier waren wir schon. Dann macht es Sinn. Ist das hier richtig? Natürlich nicht, weil ich ein Vollidiot bin. Hier lang. Moment, bin ich da nicht gerade lang? Ah, hat keiner mitbekommen, dass ich keine Karten lesen kann. Warte, wo sind wir denn? Ah, hier war der Überfall. Hier war der Überfall. Dann schauen wir mal kurz hier lang, wo der Überfall war. Und dann gehen wir... Ja, ist eigentlich gut. Gehen wir hier rein. Hier rein, da will ich rein. Let's have a look. Ja, komm, ein gammeliges Stück Käse kannst du im Arsch schieben. Ach komm schon, ey. Vielleicht ist irgendwo ein Ring oder irgendwas drin, wer weiß. Ja, man muss ja wenigstens alles ausrauben. Aber jetzt sieht mir verlassen aus. Schuhe! Nimm mal mit. Hey, man sieht's ja, hier drin war ich auf jeden Fall noch nicht. Rauben. Oh, nicht Shadow Babe. Was will ich mit Seilen? Habe ich aufgegeben, dass die jemals nützlich werden. Was ist denn das? Oh, das ist nützlich. Boah, es hat eine Hitze. Ich kann nicht mehr. Ich werde heute Fußball nackt schauen. So wie Gott mich schuf. Oh. Also, die Leichen haben wir gelootet. Das ist gut. Ist das Fisch? Nee. So, dann gehen wir mal hier runter. Wo wollte ich jetzt? Ja, genau da lang. Perfekt. Weil hier ist neu. Ah. Bei heißem Wetter braucht man auch einen heißen Kaffee. So, wir lesen jetzt Sehnsucht nach dem Mond. Kein Bock, sind wir ehrlich. Hier noch was? Ja, da guck mal, schwarzer Oleander. Wenn Harry Potter heute gedreht wird. Ja, ich glaube, den Witz habe ich schon gemacht. Waiting with bated breath. Hier ist nichts mehr, ne? Best be on my way. So, hier lang. Und dann muss es ja irgendwie hier jetzt die Verbindung geben, ne? Hier ist ja der andere Eingang, wo wir schon reingelunzt haben. Muss ja so sein, ne? Ist hier irgendwas noch? Eventuell. Na, da kommen wir bestimmt auch noch anders hin. Geil. Hier ist ja wirklich ein Klo. Geil, wir können richtig geil kacken gehen hier. Beste Funktion im Spiel. Oh,
Hier ist ja schon der Eingang. Hier ist ja gar nichts mehr, oder? Oh doch, hier ist eine Menge noch und hier ist noch nicht der Eingang. Oh shit. Gehen wir erstmal, gehen wir von oben nach unten, weil das Ziel ja unten ist. Weiß ich, was ich hier machen wollte. Das hier. So. Ist das hier noch alles voll? Ach du Scheiße. Da ist was, das gefällt mir nicht. Ach, ein toter Ochse, ja, das ist mir egal. Komm, wir räumen den Ochsen aus. This beast didn't go down without a fight. Schön, mir doch egal, Tod ist tot. Laufen hier kurz lang, damit wir... Ach, da laufen wir eh gleich lang. Läuft er denn? Er soll einfach nur an die Kiste und er läuft wieder den Umweg des des Todes. Wenigstens ein bisschen Essen gefunden. Das ist gut. Oh. To death by the look of it. Von wem wurde es denn aufgespießt? Das Tagebuch eines Tieflings über die Reise von El Turel zur Smaragd-Enklave und nach und nun nach Baldur's Gate. Der Ochse ist völlig unerwartet gestorben, fing plötzlich an zu röcheln und kippte um. Man versucht den Wagen zu ziehen, aber der Ochse hat ein Rad abgebrochen, das Ding ist zersplittert. Die anderen wollen so gut wie möglich aufladen und weitergehen, aber dieser Ort fühlt sich falsch an. Meine Haut kribbelt, als ob jemand uns aus der Dunkelheit beobachten würde. Die anderen reden nicht viel, aber ich merke, dass es ihnen ähnlich geht. Können die denn noch so mitnehmen? Ah, easy! Ja, hier geht's. Hier können wir weiter. Noch ein Stück. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Können wir theoretisch darüber? Theoretisch, nee. Sonst wäre dann nämlich wenigstens die Anzeige mit minus 12 TP oder so darüber. Aber nee, geht nicht. Okay. Schleichen wir mal weiter, weil Rennen ist anstrengend, Schleichen ist weniger anstrengend. Warum wird mir ein Elekid angezeigt, obwohl ein wildes Maschok erscheint? Ich bin verwirrt. Egal. Oh. Da ist einer tot. Dann sprechen wir mal mit ihm. Wer seid ihr? Wieso? Was ist euch zugestoßen? Ja, die habe ich schon alle kaputt gehauen. Alles gut. Was war denn euer Beruf? In her name. Absolute. Ja, die sagen irgendwie nichts Neues, ne? Ich muss die Türme des Mondaufgangs finden. Wie komme ich denn da hin? Ja, ich habe schon eine Pixie, das ist noch besser. Und wer hat euch getötet? Dann weiß ich doch, habe ich nicht dieselbe Frage eben gestellt schon? Ja, Rizzle, tut mir leid, du warst wahrscheinlich im Leben genauso nutzlos wie jetzt im Tod.
Gebirgspass. Okay, war ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Hier weiß ich, wo wir rauskommen. Wir haben den Weg gefunden. Guck mal, wie groß das noch ist, ne? Eieieiei, guck mal, wie weit es mindestens. Nein! Brech ab! Was soll das? Wie weit es mindestens nach links geht und nach unten noch. Gehen wir jetzt hier hin. Ripprissel. Ich werde dich nie vergessen, bis ich hier die Wegkreuzung erreicht habe. Da können wir auch rennen. Ganz ehrlich. Da ist ja jetzt nichts mehr. Wo ist denn der Rest? Ihr dämlicher Haufen Scheiße. Jetzt kommt hier hingerannt. Geht doch. Nein, solche Ausdrücke sagt man natürlich nicht, ist mir rausgerutscht. Falscher Knopf, ist mir auch rausgerutscht. Okay. A couple turns should do it. Eine 6. Wir haben 11 bis 14 drauf. Und noch ein Crit. Also, der unnötigste Crit ever. Da waren wir auch noch nicht, oder? Nee. Kommen wir da einfach so runter? Kommen wir jumpen? Ja, mit Minusleben. Na super. Was ein Bullshit. Aber müssen wir hier hin. Einmal außen rum. Hören wir auf zu rennen. Und sprinten bis hier. Und los geht's. So, jetzt gehen wir nach links erstmal. Hier dürfte man noch nicht gewesen sein. Looks like the Dryden's caravan came from here. Hier waren wir noch nicht. They won't be hurting any more prisoners from here, thanks to us. Nicht ausluten? Okay. Wo ist denn das Gerippe? Also ist nur sowas. Speicher mal zwischen. Ist das ein Arm? Ne, ein Knochen, okay. Wo ist denn der Rest wieder? Okay, gut. Ich würde sagen tot. Sicher, dass ich hier noch nicht war? Tot. Ich würde gerne mal so einfach in den Tod jumpen, was da passiert, aber lassen wir es. Quatsch. Ja, raubt deine eigenen Leute aus. Das ist smart. Hier ist auch nichts. Dann gehen wir hier weiter, richtig? Hier so runter? Ja, können wir machen. Warum ist hier ein Ab... Gehen wir es mal Shadow Babe, der wiegt zu viel. Welcher Kopf wiegt denn bitte 5 Kilo? Guten Morgen, Shake. Du bist professioneller Bäcker. Sag mir mal, meinst du... Also du kennst dich mit Gewichten und Messen ja dann aus. Wiegt einem Kopf 5 Kilo? Frage ist natürlich mit oder ohne Gehirn, ne? So, hier sind auf jeden Fall irgendwo ist ein Gegner, der entweder hier steht und guckt oder da steht und guckt. Ne, der müsste hier stehen, ne? Dann sieht er hier, sieht bis... Ne, der muss hier stehen. Der muss hier stehen. So, wir gehen... Aber erstmal wie bei euren Eltern unten rein. Weil die den Hauseingang da unten haben, meine ich natürlich.
Okay, okay, okay. 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 Okay, der wird dann da irgendwie so doof klettern. Machen wir es so einfacher. Und wieso kriegt der Minusleben? Was ist denn das? Als ob der nicht so weit springen kann, ohne zu verrecken. Aber jetzt mal ohne Witz. Das ist kein Sprung, wo du Leben verlierst. Das ist Bullshit. Unfassbarer Bullshit. So, wie komme ich denn theoretisch nach hier? Guck, wir können hier hinklettern. Dann laufen wir so. Bullshit. Nee, ich sag, der wiegt... Ach, hi, Daytona. Der wiegt nicht 5 Kilo, so ein Kopf. Ja, wobei mit Hirn und so vielleicht... Wir sind ja für Bildung hier zuständig, oder? Warum laufen die weiter, wenn ich pausiere? Das ist gar nicht gut. Machen wir so. Wie viel wiegt ein menschlicher Kopf? 6 Kilo. Oh. Ohne Gehirn. 6 Kilo. Mit Gehirn. 6 Kilo. Okay, bei euch vielleicht, ja. Nein, war nur Spaß. So, wir können hier... Ich frag mich, wo dieser Gegner ist. Also irgendwo steht da hier jemand, ne? Und ich will wissen, ob ich den anreden. Bei überall Wahrnehmung fehlgeschlagen. Das heißt, die stehen hier irgendwo im Schatten. Dann nehme ich nämlich schon mal die Waffe. Wir haben verkackt, wo die stehen. Wir wissen nur, sie sind hier. Das ist nicht gut. Die meisten würden sogar behaupten, das ist schlecht. Und wir sind überrascht. Oh, nicht schon wieder quetschen. Quetschen ist broken. Ich mach danach, glaube ich, eine Long West. Sag ich jetzt schon. Ja, wir sind überrascht. Wir dürfen nämlich nichts machen, so wirklich. So, wir müssen die Gegner auffallen. Wer hat gequetscht? Schwieriges Gelände ist auch... Wer ist gequetscht? Shadow Babe? Oh, 4 Runden lang? Oh! Wer macht denn hier die Quetschung? Du oder du? Wo kann ich denn sehen, wer hier rumquetscht? Wer war denn das nochmal? War der da? Ich glaube, der war das. Gut, dass wir fliegen können. So, und jetzt triff... 70%! Scheiße, Rettungswurf erfolgreich. Egal, 70%! Kritischer Fehlschlag. Arschleck. Boom, wir sitzen mich am Arsch. Wir machen erstmal auf Drittlevel... Wieso kann ich nicht heilen? Warum kann ich nicht... Doch, auf Drittlevel können wir ein. So, das ist nicht viel. Aber das ist besser als nichts. Wir können uns nicht bewegen wegen diesen beschissenen Ranken. Das heißt, wir können nur sowas machen. 20... Nachteil? Ach du Scheiße. Wir sind am Arsch. Doof gesagt. Ja, Rettungs... Können wir noch irgendwas machen? Nee. Okay. Wir können auch nicht laufen. Doch, wir können laufen. Pass auf, dann machen wir es erst anders. Kann die laufen? Sehr gut, die kann laufen. Dann rein da. Ich mache eh eine Long West, habe ich gesagt, ne? Sehr schön. Sehr gut. Schmeckt. Und jetzt können wir nämlich hier so ballern. Sehr gut.
Ach ja. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Da hinten wird gequetscht. Da wird wieder gequetscht, du Wichser. Ich hasse Quetschen. So, wir müssen den hochheben. Das ist klar. Können wir springen eigentlich? Hier so rausspringen? Dann noch weglaufen? Das geht. Okay. Ja, komm, wir haben sie. Ich weiß, die explodieren jetzt. Aber deswegen ist ja Shadow Babe hoffentlich da. Wo ist sie? Das können wir auch machen sogar. Boah, ich hasse diese Scheiß. So, wir müssen ja aus den Ranken auf jeden Fall raus. So. Da, der ist der Quetscher. Du kleiner Wichser. Lappen. Wo ist er? Da. Du kleine miese Ratte. Nothing will stand in my way. Ha, quetschend verloren. Lappen. Nothing favors the fearless. Wie gesagt, wir machen eh eine Rast. Sehr gut. Warum kann die nicht laufen? Und er quetscht schon wieder. Er quetscht schon wieder. Wo ist er? Ich sehe dich leuchten, du kleiner Rabauke. So, den Trick, den ich von Crash gelernt habe und jetzt bam. So, geht doch. Easy. Gar kein Problem, oder? Habe ich noch eine Short? Oh, ich habe ja noch ein Ding. Ja, die reicht sogar, glaube ich, erstmal. Ich glaube, wir brauchen gar keine Long, so. Das geht noch. Bei allen in der Nähe. Nee, das finde ich nicht gut, bei allen in der Nähe. Alle in der Nähe ist doof, weil das heißt dann auch auf uns. Alter, diese verfickten Ranken. Ganz ehrlich, ey. Jetzt krieg ich wieder Schaden, ne? Alter, die Ranken können mich so am Arsch lecken. Wer auch immer sieht da, es wird immer schlimmer mit den Dingern. Alright. Time to skulk about. So, hier wollten wir auch mal gucken, was hier so ist. Der kopflose Leichnam, ich vermute mal, ich weiß, wo dein Kopf ist. Oh. Liebe Mama, oh no. Du hast mich vergessen und das ist nicht nett. Autsch. Als ich das letzte Mal vergessen hatte, mir die Schuhe ordentlich zuzubinden, hast du mir eine Maulschelle gegeben. Okay. Darum hoffe ich, jemand tut das gleiche für dich. Okay.
Aber komm mir möglich wieder zurück zu mir, ja? Oder wenn Herrn Lupa Moggles Feier siehst, dann schick ihn. Weil er berühmt ist und recht gut darin, anderen zu helfen. Ich brauche Hilfe, Mama. Es fühlt sich komisch an hier im Dunkeln. Die Dunkelheit bewegt sich. Es tut weh. Mein Kopf fühlt sich an wie Brei. Es tut weh. Helft mir, Herr Zwei. Mama, oh Mama, es tut mir leid. Ich war nicht tapfer. Okay, das war jetzt ein bisschen tragisch. Zu deinen Ehren werde ich deine Knochen mitnehmen. Und an irgendeinen Händler, der sie will, verkaufen. Wo ist denn jetzt hier der Judesack? Ja, wow. Sonst liegt hier nichts. Okay. Don't waste a step. Oh, eins hat's erwischt, ne? Ja, aber wohl nicht tapfer genug. Was sind wir denn hier? Aber hier unten sieht's nach Ende aus, immerhin. Aber trotzdem, ey, diese Schatten gehen mir so auf die... Na, diese Ranken gehen mir so auf die Nerven. Wo kann ich denn... Nein, nicht den Hund beschwören. Der stirbt nur. Das wollen wir nicht. Ich weiß nicht, ob das ein magischer Hund ist oder ob der dann wirklich stirbt. Wo ist denn das Tier? Ach doch, das ist es. Wo ist denn unser Teufel? Out of sight, out of mind. Ja, wir verstecken uns, ist besser. Bevor ich in irgendeine Falle... Kann man die nicht mit einem Feuerzauber zerstören? Welche? Die Ranken? Wenn ich sie sehen würde, weiß ich nicht. Nee, kann man nicht. Also du kannst... Die sind schon tot, ich kann die... Ich kann es ja mal probieren. Das ist nur eine Aktion der Feuerfeinde. Nee, wir können ihn nicht angreifen. Die Ranken sind einfach da. Jetzt ist das Ding. So, hier waren wir überall schon. Es macht Sinn, bevor ich wieder durch die Ranken gehe, mich hierhin zu teleportieren. Boah, wenn ich jetzt wieder in Ranken laufe. So, hier war... dann lass doch... Hier unten so lang. Unten am Haus lang. Müssen wir hier lang, ne? Da war ich noch nicht. Wir sind eben hier links hoch. Was ist euer Tipp heute? Dortmund-Köln? Ist ja erst um 18:30 Uhr. Ja, guck mal, da habe ich nämlich noch gar nicht geludet. Das gefällt mir, Daytona. Die 31 schmeckt genauso. So will ich das haben. Natürlich für BVB, aber da bin ich jetzt von ausgegangen. Ne? Gehen wir erstmal nicht hier runter, sondern hier lang zur Steinmetzgilde. Ja, Wolfsburg spielt doch gegen Darmstadt oder Heidenheim. Eins von beiden, ne? Ach, das werden die gewinnen. Da gehe ich stark von aus. Okay. Das ist eine Art Dorf, ne? Ja, ey, bitte. Das muss ja wohl einen Sieg geben. Idioten. Oh nein. Wir haben die. Was macht er denn jetzt, Idiot? So, wir sind nicht im Vorteil, ne? Mal, die wollen uns überfallen, die Pisser. Deswegen knall ich den jetzt einfach ab. Wir nehmen mal einen besonderen Pfeil sogar. Ja, komm, wir nehmen mal Säure. 80%.
Stirb! Das schmeckt. Jetzt gehen wir ganz weit weg, weil die Pisser kommen eh. Und dann können wir sie mit Fallen stellen. Ja, ey! Plus 1, Daytona. Ich habe Fenster aufgemacht, es war wärmer als vorher. Aber ich hoffe, irgendwie ist es so warm und schwül, dass es nachher regnet oder gewittert, dass hier frische, kühle Luft reinkommt. Bei einer stickigen Luft zu sitzen, macht natürlich auch keinen Sinn. So, haben wir noch irgendwie eine Bonusaktion, die was bringt? Ich glaube nicht. So, die sind alle überrascht, das ist gut. Machen wir nämlich dasselbe hiermit. Wir gehen zurück. Und wir heizen die ein mit Schüssen. Ja, Entfernung, weil das waren, glaube ich, die mit der Aura der Furcht, ne? Oder? Nö, haben sie gar nicht. Warum hatten die einen Aura der Furcht? Ist egal. Das sind auch nur 1, 2, 3, 4 Gegner, ne? Warum fliegst du nicht, du Pisser? Warum ist der Zielpunkt nicht erreichbar? Warum ist er nicht erreichbar, Spiel? Warum ist der erreichbar? Natürlich hat er noch ein Leben. Okay, aber wenigstens stirbt er. Schön überrascht, das gefällt mir. Vielleicht brauche ich doch mit warmer Luft zu kühlen, bringt halt echt nichts. Ja, ich weiß. Ja, auch mein PC ist viel wärmer als sonst. Ja, ist mega Hitze halt, ne? So, warum sind wir denn im Nachteil? Ach, zu dunkel. Ja, hier nicht, dann machen wir. Ja, ich liebe meine 50%er. Hi. Es fängt schon wieder an. 80% Nummer 1 vorbei. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich danach shortweste. Gucken wir mal, wie der Kampf läuft. Bisher haben die mir ja null Schaden gemacht, ne? Darf nicht im Nachteil gegen das Ziel sein. Schmeckt. Das schmeckt nicht! Er drosselt? Yay, wir haben ihn getroffen. Oh Gott. Den boxen wir um. Wie? Der ist mit uns wegteleportiert? Was ist das für ein Kampf? Okay, vielleicht longresten wir doch am Ende. Jetzt wir longresten, ich hab keinen Bock, ich kann keinen Zauber machen. Wir sind wie so ein Hund an der Leine. 80% ist aber auch niedrig, ne? Das kann ich verstehen. Es ist so lächerlich. Es geht schon wieder los, dass die 80% nicht treffen. Stoßen ihm um. War sogar erfolgreich. Leute, sind wir wirklich von ihm frei? Nee, doch nicht. Ha, ein Schaden. Oh, der war gut.
Was? Oh Gott, ich dachte, der hat uns in den Abgrund. Ja, komm, wir machen Long. Ach, ich kann ja nicht zaubern. Was können wir machen? Hi. Schmeckt? Schmeckt? Jetzt erdrosselt er ihn wenigstens nicht mehr. Im Gegensatz zu... Speichern Long West, nachdem wir geludet haben. Swift as my feet can carry. Weil hier werden ja jetzt wohl keine Gegner mehr sein. Die Schweine, die... Erdrosseln die mich einfach, was soll das denn? Absolute Frechheit. Haben auch extra ein Seil dafür, was sind das denn für perverse Dreckschweine? Eklige. Einfach nur eklige. So, wie kommen wir hier hin? Gar nicht, okay. Machen wir es anders. Zu hoch. Willst du mich verarschen? Als ob dazu. Die kriegt das auch hin. Die kriegt das hin. Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück. Naja, Leuchtkugel ist eigentlich... Lesen wir mal. Mond... Mond meint, ne? Mond meint, beschützt jeden von uns, die sich nicht von dir abwenden. Bullshit. Moment. Aber gab eine Quest dazu. Untersuche den Anscheinend stand die Steinmetzger im Mittelpunkt des Soloniditenwiderstandes. Wir sollten sie aufsuchen und... Achso, zu den Steinmetzen wollen wir ja eh, ne? Da passt das ja. Aber erstmal wollen wir eine lange Rast machen. So, hier sind wir erstmal auf Nummer sicher. Mal sehen, ob es heute wieder legendäre Pokémons gibt. Wer weiß, wer weiß. Gestern war krass. Zweimal die legendären Hunde. So, dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Wurst. Sauerteigbrot ist immer wichtig. Es kann vertickt werden. Werfe ich eh nie. Stimmt, warum benutze ich denn nie Items? Warum bin ich so einer?
Ja, komm, scroll hoch. Scroll hoch! Mein Gott. Ich glaube, da war ein Pfeil und so drin, ne? Ja, okay. Machen wir doch einfach 6 daraus. Alter! Machen wir einfach 7 daraus. Ich kriege keine Luft gerade. Das ist oh, guck mal, das wiegt 4,8 Kilo. Guck mal, wir nehmen mal ins Lager senden. Wir sind doch nicht so viele. So, wir senden mal welche ins Lager und wir nehmen uns gleich welche auch raus. Logischerweise. Wir gucken mal, welche, wie viele wir uns da rausnehmen. Wir nehmen uns mal 10 mit. Wir nehmen uns mal... Ja, pass auf, hier nehmen wir alle mit. Jawohl, guck mal. Da haben wir fast alle das gefangen. Okto leider nicht. Da tut mir leid. Gibt's hier irgendwelche Dialoge? Nee, sonst wäre wir dann ausruf. Oh, Moment, Moment. A hero at heart. Sure, why not? Hope you're keeping well, friend. Oh! Streicheln. Der Eulenbär sagt leider nichts, aber guck mal, was wir mit dem Hund machen können. Kommt die heute? Nee, ne? Oder? Kommt die heute schon? Gute alte Bücherbox. Ah, okay. Antimagisches. So, dann können wir zu Bett gehen. Verkaufen. Machen wir einen anderen mal. Autoauswahl. Jo. Guck mal, wie viel Lebensmittel wir generell haben. Na, ich glaube, wir haben wirklich bis zum Spielende genug für die lange Rast. Oh, da passiert was. Was zur Hölle? Gute Technik, wo habt ihr denn so tanzen gelernt? Sagen wir ohne was zu sagen und einfach I've attended my share of fancy balls and masquerades. A few elegant. Boah, der will mit uns tanzen, wir haben ihn schon abblitzen lassen. Bitte lass es. Figured it was time to brush up on my skills. I wouldn't want to fail my new partner. Boah, nee. Oh, komm hier, ihr dürft entscheiden. Ich möchte hier nicht wieder mir unterstellt werden. Weiß ich nicht was. Dass ich nicht mit dem Teufel tanzen will. Hashtag Taubi. Und einfach zu testen, ob das mit der Wahl wieder klappt mit 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Weiß gar nicht. Ist das auf dem Bildschirm? Bei mir ist es nämlich noch nicht. Ja doch, anscheinend ja. Oh nee, ey, nee! Was soll das denn schon wieder? Ja, okay, das ist besser. Guck mal, einer will das, dann nehme ich das. He just arrived. Nein! May I have Nein! Nein!
Ich bin nicht interessiert, Will. Lass mich doch einfach mal nicht weggebuttert werden. Are you sure? I've been rehearsing. Alter! Nein heißt nein! Ich denke, wir sollten zu Bett gehen. Lass mich doch einfach in Ruhe. Oh. Ja, oh! I mean, yes, of boah! Nee, da gibt's keine Abstimmung. Können die mal aufhören, mich einfach alle wegbuttern zu wollen? Ich habe keinen Bock auf dich und zu tanzen. Tut mir leid. Aber wie oft hatten wir das denn schon, dass die random vögeln wollen? Oh, das ist mir sowas von egal. Will kann mich mal am Arsch lecken. Ganz ehrlich. Was soll das? Oh. Ist das nervig hier in... Ach, wir brauchen wieder... Ne, wir haben noch den Segen, ne? Okay. Können die nicht denn einmal, wirklich einmal aufhören? Muss es denn jedes Mal so enden? Guck mal, hier ist ein Fluss lang. Gehen wir erstmal den Fluss lang. Es ist so zum Kotzen. Warum kann man nicht einfach Freunde sein hier in dem Spiel? Warum will wirklich jeder Charakter an die Wäsche? Aber wir regen uns nicht auf. Das ist ja ein Kompliment. Auch wenn wir zum 36. Mal Nein gesagt haben. Oh nein. Nein, 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 nicht reinrennen! Sie rennen einfach weiter. Glück gehabt. Guck mal, Verhörprotokoll. Offizielles Verhörprotokoll. Hafner, Gallidove, immer Quellschreiber in Luna Shorn. Ihr Name, Dahl, Dahl Timber, Beruf, Bauer, Kartoffeln, ein Bauer also, wie viele Wachen, Timber, was meint ihr, haltet ihr, nein, ich meine, ja. Das stimmt, Shaq. Das stimmt. Story of my life. Hast du gestern den Skandal noch mit dem norwegischen Playboy mitbekommen? Was heißt denn im Schatten verschleiert? Ach, scheiß drauf. Ab ins Lager damit. Habe ich nicht gesehen. So halbwegs. Im Hause Bogolatona oder wie auch immer hängt jetzt der Haussegen bestimmt schief. Der Toner hat sich zu erkennen gegeben, wofür ihr Herz schlägt. Nein, ist nur Spaß, ne? Nicht, dass jetzt hier wirklich falsch verstanden wird. Wir gehen erstmal hier auf der Flussseite bleiben wir, ne? Erst der Westen, dann der Osten, wie in echt. Oh, das nehmen wir. Well, well. Best think ahead, or I'm lost. Ja. Daran lag's. Es wurde ein Mordkomplott gegen dich geplant, glaube ich.
will dich nur vorwarnen. Hehe, Sack. Mind if I do. Bisschen lustig. Bisschen. Ist noch so ein Sack, oder? Okay, und hier waren wir. Gehen wir hier weiter. Weil hier sieht's nach Sackgasse aus. Und hier ist auch tatsächlich nichts. Wow. Weil hier geht's noch hoch, ne? Vielleicht ist ja hier was vergraben. Mit Wahrnehmung oder so. Oder ich laufe wieder in Ranken rein und reg mich auf. Na, kann man nicht, theoretisch. Warte mal. Zu hoch. Scheiße. Ah, das heißt, hier kommt man hin. Don't burn yourself. Guck mal, die kommt da hin. Pickets, ballistas, siege engines. A little old fashioned too. 100 years. Oh, weißt du, was wir machen? Wie kriege ich dich da hoch? Das ist ein Zauber. Ne, da habe ich keinen Bock drauf auf den Zauber. Wir so. Wir müssten noch den Ring haben, ne? Pass mal auf. So, jetzt können wir doch springen, ne? Als Bonusaktion. Für so ein paar Sekunden. Guck mal, dann kommen wir hier hoch. Und jetzt machen wir was ganz Smartes. Ach, der braucht ja auch gar nicht mehr den Lichtring, ne? Wozu braucht er den noch? Wir haben noch den Schutz. Oder brauchten wir den für irgendwas? Jetzt muss ich eben überlegen. Ah, wir. Doch, dafür brauchten wir den Lichtring. Okay. War eine Bonusaktion, ne? Oh, das geht nur per kurze Rast. Ja, es fängt wieder an. At least things have stayed interesting. Ja, das ist ärgerlich. Dann musst du, kleiner Magier, halt da unten bleiben. Ist jetzt so. Wenn jetzt hier Gegner sind, schade. Werden schon keine Gegner sein. Never wanted the easy path. Scheint jetzt auch nichts weiter zu sein, ne? War einfach nur so ein bisschen Quatsch. Okay. Wow. Da hat sich dieses Ring hin und her stecken hier wirklich gelohnt. Hier geht's noch weiter, ne? Hier scheint auch nichts so zu sein, ne? Komm, hier werde ich ja wohl ohne Schaden runterjumpen können, oder? Geht doch. Lassen wir ihn erstmal zu uns rennen.
Rennt er denn? Don't waste a step. Ja, guck mal, da kommt er an. Weil ich hab was vergessen. Wo ist denn jetzt hier Licht? Licht. Da Licht. Müssen wir auf uns machen. So. Hier waren wir. Hier geht's rüber. Da geht's rüber. Dann gehen wir doch. Hier ist noch. Hier, da. So. Na, das war verdrückt. Light on my feet. Guck mal, hier waren wir noch nicht. There was a battle here once. A large one. Priester. Oh. Eine Niederschrift von Kethric Thorm. Rede an seine Truppen. Oh. Dann ist ja hier der Bösewicht, ne? Ach komm, nehmen wir einfach mit. So. Damit wir hier waren, ein Zeichen. Dann gehen wir hier jetzt hin. Dann haben wir nämlich die Flussseite, glaube ich, erkundet. Also. Nee, hier scheint auch nichts zu sein. Nee. Ey, lauf weiter. So, das ist perfekt. Wie seid ihr gelandet? Schattenhunde? Das ist schlecht. Hear that? The lights might fend them off, but those mastiffs are still lurking about. Oh. Wer wart ihr im Leben? Wie kommt es, dass die Fackel noch brennt? Continual flame. Woher kommt ihr? To water deep pond. Rise cold. Wie kann ich die Flammen der Fackeln löschen? Warum will ich die Fackeln überhaupt löschen? Das ist doch dumm. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Egal. Irgendwo hier sind noch die Hunde. Und warum sind diese Flammen denn schlecht? Warum sollte ich die denn kaputt machen wollen? Doof gefragt. Fuck, ich dachte, die hätten vielleicht einen Parasiten. Ich meine, das ist doch gut. Oder? Ist das nicht gut? Keine Ahnung. Ich will eigentlich die Hunde rauslocken. Ich will die kaputt hauen. Nicht weil es Hunde sind, sondern weil es Gegner sind. Weißt du was? Die hat gesagt, wir sollen es kaputt machen. Ich mach kaputt. Also sie hat es nicht gesagt, sondern... Sie gehen kaputt, also machen wir sie kaputt und Arsch lecken. Wow. Wir kriegen noch niemals die Fackel kaputt. I'll strike you down. Aha, da kommen sie, die Hunde nämlich. Bevor sie mir aus dem Hinterhalt angreifen, haben wir sie rausgelockt. Hä? Smart! Was? Oh, ich habe den Hund gar nicht gesehen. Ich treffe ihn auch nicht. Can't stay idle. So.
98%. Tschüss, Hund. Das ist schlecht. Ja, mir auch. Mir auch. Mir sowas von auch. Vorteil, Vorteil. Die sind nicht so gut. Da brauche ich, glaube ich, keine Rest für. Keine. Was ist das denn jetzt? Was ist denn jetzt mit dem zweiten Schlag? Okay, 80% reichen aber dann nicht. Der ist gleich dran, ne? Ne, ist er gar nicht. Doch, ist er. Dann ballern wir den erstmal aus dem Leben. Gut, dass wir Unsichtbares sehen können. So, wer ist dran? Shadow Babe, ne? Was machen wir denn mit ihr? Ich habe leider keinen Ventilator. Bitter. Das ist, glaube ich, auch mal eine Bonusaktion, oder? Was wir da immer machen mit diesem Schlag? Ist kein Slot, ne? Okay. Furchtsam heißt anscheinend abhauen. Das ist nicht gut. Sometimes the only way out is through. Abhauen ist anscheinend nicht gut. Stark! Stark! Und rein da. Können wir noch schubsen einfach? Kommt man noch weiter weggeschubst. Was richtig dumm war, sehe ich gerade. 60%! Ich meine, das Schubsen war dumm. Wenn ich jetzt Schaden kriege, dann liegt das an Dummheit. Glück gehabt. Zweimal 80%, das waren wieder, wir haben es gestern schon ausgerechnet, 2% Chance, dass es nicht klappt. So, und 96% hinterher, dass es nicht klappt. Ed läuft wieder wie geschmiert. So, aber wir speichern. Wir haben keinen Punkt Schaden bekommen. Wir haben keine Zauber verbraucht. Ein perfekter Kampf und wir haben ein paar Hunde getötet. Aber böse Hunde. Die Waffe des Trägers sowie bewirken die Leitorke... Warte. Die Waffe des Trägers sowie waffenlose Angriffe bewirken gegen Kreaturen, die leicht oder komplett verschleiert sind und gegen Kreaturen, die aus Schatten bestehen, zusätzlich 1d4 Schaden. Also im Grunde gegen Gegner wie jetzt. Wenn ich es richtig verstehe. Und das brauchen wir erst, wenn wir mit Leuten reden, überzeugen und täuschen. Kann ich den Ring nämlich erstmal wegpacken. Boah, ich schwöre bei Gott, ich sitze hier nur und ich kriege kaum Luft. Was ist das wieder für ein Wetter? Hitzefrei! Und ich habe immer noch keinen Ventilator, wie die letzten 5 Jahre auch. Tagebuch der wahren Seele. Tag 4, Speer in den Schattenländern, Nest der Ungläubigen finden, ja, möge die Absolute mich leiten, ja, tot. Irgendwann kaufe ich mir auch einen Ventilator, aber jetzt lohnt nicht mehr. Jetzt lohnt, glaube ich, nicht mehr ein Ventilator. Oder? Nee, ne? Das Jahr ist fast rum. Hier müssen wir noch hin. Gucken zumindest, ob hier eine Truhe ist oder sowas. Ja, wenn ich mir jetzt einen hole, für dieses Jahr bringt es ja nichts mehr.
Ich glaube nicht, dass wir noch viele heiße Tage haben werden. Ach, Arschlecken, ich brauche einen Ventilator. Dann sage ich seit 3 Jahren, dass ich einen Ventilator brauche. Gebläse. Komm, wir brauchen ja auch nichts Teures. Wir brauchen irgendein Ding, was Luft hin und her pustet. Was ist denn so der billigste? Der ist mir zu klein. Ich würde sagen, ich brauche einen Standventilator. Den wüsste ich nicht, wo ich ihn aufstellen soll. Und ist ja auch nicht viel billiger. Was ist denn das? Der sieht scheiße aus. Da, hier, so. Aber, ach, der ist wirklich klein. Ein Mini-Ventilator? Nee. Also ich will schon... Hier, komm, das ist vernünftig, oder? Das ist so ein ganz billiger, normaler Ventilator, oder? Da ist nix irgendwie special, Uga Buga. Ja, ich weiß ja nicht, was für ein Ventilator. Guck mal, hier gibt's natürlich auch billige, ne? Hier für, wo waren das hier? 7 Euro, 15 Euro hier so ein, diesen ganz klassischen Ventilator. Ich überlege gerade, was ich brauche. Ob ich wirklich einen Stand brauche. Der wäre aber vielleicht... Normal, wo würde ich den denn aufstellen? Ich habe nur einen ganz kleinen Schreibtisch. Da passt man gerade hier mein Monitor und so drauf. Der ist zu weit. Da könnte ich ihn draufstellen, auf den anderen Schreibtisch, wo meine Bücher sind. Oder ich stelle einfach einen großen Ventilator direkt neben mir auf. Hier 20 Euro, so ein billiger. Ich glaube... Amazon-Tipp ist immer gut, oder? Ja, wo ist denn der Unterschied zwischen den 28 und den 22? Ist das nicht genau der... Obwohl... Ah, hier. Nee, das dauert mir zu lang. Das wird wahrscheinlich sogar reichen. Ich weiß nicht. Ich weiß mit dem... Der ist einfach nur weiß. Ist doch genau derselbe. Warte, Trotec. Ist das nicht derselbe? Warum ist der 2 Euro teurer als der weiße? Es ist dieselbe Firma und alles. Mir ist die Farbe doch sowas von scheißegal. Ich weiß nicht. Und guck mal, so ein Special Arcani. Und wenn wir schon mal dabei sind, ich brauche auch einen Luftreiniger. Nein, Quatsch. Aber schwarz passt eher zum... ich habe auch weiße Möbel. Aber schwarz sieht man nicht so schnell in Dreck, ne? Dienstag? Nee. Der Weiße, was mit dir? Dienstag! Wird's ab Dienstag noch warm? Weiß das einer? Mittwoch, nee, Mittwoch ist raus. Ich habe schwarze und weiße Möbel, also es ist eigentlich scheißegal. Ja komm, nimm mir den hier. Weiß ist auch schön. Oh nee, dann brauche ich wohl ein mobiles Klimagerät. Apropos, warte mal. Das wollte ich mir letztes Jahr eigentlich holen. Ah, jetzt weiß ich, warum ich es mir nicht geholt habe. Das war es mir dann doch nicht wert. Ich glaube nicht, dass so ein Billo-Teil von einem... Ich glaube, so ein ganz normaler, stinkender Ventilator reicht, ne? Es reicht. Wir sind ja jetzt hier nicht, ne, an... einer... weiß ich nicht wo. In der Karibik. So. Ab Dienstag werde ich überleben. Ich habe so einen Luftkühler, der ist kacke. Ja, ich habe auch... viel Schlechtes gehört, außer du hast so einen richtig arschteuren.
Das ist es mir halt dann doch nicht wert. Oh, Moment, da waren wir ja überall schon. Das ist ja Quatsch. Wir bräuchten mal wieder einen neuen... Ne? Teleporter. Wir haben nur hier einen und da einen. Und ich wünsche mir immer noch die Funktion, ich klicke auf die Map und dann läuft er dahin. Aber das geht leider nicht. Breathe deep and move. Jetzt muss ich den Weg erahnen. Und ich bin schlecht in sowas hier lang. Hier runter. Hier. Hier müssen wir hin. Zack. 15 bei Lidl. Ja, ich glaube auch. Ein normaler Ventilator, ganz klassisch, ist besser. Ich sehe schon den Vorteil von diesen Kühl-Dingern. Aber da musst du wahrscheinlich richtig investieren und Familie oder so haben, kleine Kinder oder sowas, die ja eher so rumheulen. Also bei mir, ich glaube, es reicht ein Ventilator. Ganz billig. Es hätte wahrscheinlich auch das 7-Euro-Teil gereicht. Aber ein großer ist wahrscheinlich auf Dauer besser, wenn ich irgendwie das im Schlafzimmer aufstelle oder so. Ich will den ja nicht direkt in meiner Fresse haben. Oh oh, speichern ist nicht gut. Wobei, hier ist die Steinmetzgilde da irgendwo. Oh! So, jetzt sind wir an der anderen Uferseite. Ich hoffe, ich habe Crash ein bisschen eingeholt. Wobei, eigentlich hoffe ich das nicht. Dann kann er mir nämlich nicht mehr helfen. Aber ich bin so lahm, der holt mich eh wieder dann locker ein. Ja, wobei, der hat schon... Ich bin ja schon langsam, aber Crash hat doppelt so viele Stunden in-game fast und ist nicht viel weiter als ich. Ich glaube, der hat auch nochmal neu angefangen oder irgendwie Charakter Creation oder so ewig gebraucht. Und der spielt auf hart, muss man auch sagen. Der braucht für die Kämpfe natürlich länger. Wenn er stirbt oder sowas. So, wir arbeiten uns wieder von oben nach unten durch, weil hier ist die Main Quest. Da ist was, da ist was, da ist was. Da beobachtet mich was. So, das ist aber eine... Wir stellen uns hin. Ne? Wir gehen hin und wir reden mit ihr. Hab dich gesehen. Tread carefully. You are still necessary. Was? Gods, what's that smell? Sulfur? Bizarre. Okay. Let this be a warning. Those who defy Shah's will shall suffer darkness without her blessing. Wo ist denn das mit der Steinmetzgilde überhaupt? Wo ist denn das? Hier? Nee. Hier. Nee, hier. Nee, hier. Hier. Hier? Hier? Hier! Untersuche den Selutenwiderstand. Anscheinend stand die Steinmetzgilde im Mittelpunkt des Selutenwiderstands. Wir sollten aufsuchen und weitere Nachforschungen. Nee, wir hatten noch eine. Wir hatten noch eine mit der Steinmetzgilde, glaube ich. Decke die Geschichte von Prinz Orphel, der juckt mich nicht. Hilf Kithrak Foss, wer ist denn das? Also, Baldur's Gate. Wir hatten irgendwas mit dem Steinmetzgilde. Keine Ahnung was. Werden wir schon hinkriegen. Breathe deep and move. Wir bleiben erstmal außen. Wir gehen gleich nach innen. Kommen wir da lang? Können wir so weit jumpen? Nee, dann ist mir egal. Wir bleiben zusammen. Was darf man nicht in Horrorfilmen machen? Sich aufteilen. Was macht jeder? Sich aufteilen. Dumme Idioten. Dann gehen wir doch rein. Better not be cursed. Let this be a warning. Those who defy Shah's will shall suffer darkness without her blessing.
Sind zumindest keine Gegner hier, sonst wäre hier wieder dieses Rote, dass man versteckt ist und so. Das ist immer ein guter Indikator. Deswegen habe ich ja die eine da eben gesehen, weil es so rot ist. Okay, zermalmte Knochen. Here lies the Grand Mason, his bones and lies exposed. Okay. A pile of crushed bones of varying shapes, sizes and creatures. Guck mal, wie viele Dinger wir haben. Merkmale. Ach du Scheiße. Warum hat sie nicht... Nee, welchen Knopf habe ich gedrückt? Warum hat sie nicht die scheiß Elitenüberzeugung? So, ne? Nee, kann ich auch nicht. Nee, so? Nee, doch, so? Warum ist sie zögerlich? Ich verstehe es nicht. Ich finde auch die Merkmale gerade nicht. Ist egal. Ich verstehe es einfach nicht. Bei ihr wäre es perfekt, wenn sie die Dinger da in den Gehirn bekommen würde. Ich weiß nicht, ob wir eine Pike brauchen. Soll ich mal eine mitnehmen? Für 17 oder eine Pike denn? Hier, du hast auch die Schaufel. Rindenhaut ritz. Rezept für Rindenhaut. Ha! Freigeschaltet. Viele Dinge ich schon verpasst habe, weil ich nicht Alt drücke. Dass einem die Gegenstände angezeigt werden. Okay. Bis jetzt musste ich gar nicht springen. Oh, da ist auch dieses Eisen, was wir brauchen. Ich weiß nicht, ob wir es noch irgendwo brauchen. Eigentlich haben wir ja. Das wiegt auch eine Menge, ne? Let's not get caught off guard. Bet that'll fit in my bag. Best be on my way. Also 3 Tage muss ich noch überleben. Da kann man hoch. Aufs Dach. Pass auf. Let's march. Ja, ja. Wobei. So, die kann mit hoch eigentlich. Dann sind sie jetzt wenigstens zu zweit, wenn irgendwas passieren sollte. Ups. Aha. Bin nicht erreichbar. Ach, wirklich? Ich springe einfach jeden.
Ooh. Oh, ich hätte einfach hier hochgekonnt. Au. Maybe I should stay crouched forever. So. Haben wir hier drin schon in dem? Hier sind wir rausgekommen, ne? Ja, die Tür ist offen. Dann hier lang. Ja, erstmal so. Ach, hier ist nichts mehr. Ah, hier bin ich hoch. Perfekt. Ach, guck mal, hier geht's. Ja, nee, lass erstmal die Gilde fertig machen. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Aha. Dark Justicius, who fell long ago in service of Shah and Catherick Thorne. In den Ruinen der Stadt Reiswind fanden wir die Überreste von dunklen Justizieren, die seit langem tot sind. Anscheinend haben sie etwas, das ihnen sehr wichtig war, bis zum letzten Atemzug verteidigt. Siehst du, hier ist irgendwas bestimmt. Oh, und da geht's rein. Irgendwo. Irgendwo da unten. Erstmal, was hier so ist. War ich hier schon? Ja, klar. Hier ist auch nichts, ne? Hm. Wie komme ich denn da unten rein? Wie komme ich denn hier in die verzierte Holzluke? Vermutlich, indem ich... Boah, mach doch mal diese scheiß Kamera da. Hier, wir gehen hier hin. Die Holzluke ist... Da ist sie doch. Da will ich rein. Da müssen wir rein. Okay, hier gibt's nur einen Aufzug. Stark. Hier muss da irgendwas sein. Okay, ich sehe doch hier, dass hier eine Wand ist. Jetzt kommt Wahrnehmungswurf. Wollt ihr mich verarschen? Dankeschön. Das war knapp. Aha. Wir hatten sogar schon den richtigen Schlüssel zufällig bei. Glückwunsch, dass ihr diesen Ort gefunden habt, Dieb. Aber eure Reise endet hier. Eine dicke Mama endet. Wenn ich ihren Pfeil ins... So, wir speichern, weil anscheinend ist hier irgendein Gegner oder Falle. Nicht, weil es so spannend ist, sondern weil ich keine Luft kriege. Boah, ist es schon Zeit für ein Eis? Ja, ne? Boah, ein Eis. Es ist einfach zu warm. Es ist zu warm.
Danke, Daytona. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich gönn dir das Magbi, Daytona. Spiele ich hier mit zwei Fingern. What's that? Ja, wo denn? What's that? Und er sagt, ah, eine Falle ist da drauf, okay. Das ist doch ein fucking Witz. Ja, wir müssen auch erneut würfeln, ne? Wir haben 11 bis 14 drauf. Das ist so ein Witz. Brauch es nur umzutauschen. Oh. Wow, nix ist drin. Dafür habe ich eine Inspiration verballert. Fick dich, Spiel. Ganz ehrlich, Frechheit. Was soll ich mit? Du kannst doch vorher checken, ob du es hast oder nicht, wenn du Ausrufezeichen Pokécheck machst. Falls das jetzt nicht extra war, ne? Ein zweites zu fangen. Hier ist schon wieder irgendwas Unsichtbares. Irgendwas ist hier. Ja, okay, wenn du es zum Tauschen hast, dann natürlich. Ich sehe aber nichts. Da ist doch was. Todesalb. Hab seine räudigen Augen da hinten gesehen. Wir werden in den Pfeil im Kopf schießen. Solange wir nicht ins Rote laufen, sind wir safe. Oh, diese NPC-Spacken! Wir nutzen auch einen besonderen Pfeil. Welchen nehmen wir denn? Oh, jetzt sehe ich auf der Karte, dass wir 4 Gegner haben. Schatten, Todesalb, Schatten, Schatten. Also ich denke mal, der Todesalb ist der stärkste. Wollen wir den auch untersuchen schon? So. Deine Ohren? Was denn? Was habe ich gemacht? Wegen des Eises? Das tut mir leid. Doch, Todesalb sind auch Untote. Die müssen getötet werden. Mit denen kann man nicht reden. Gut, dass ich geguckt habe. Die sind Blitz-, Feuer- und Säureresistent. Und Kälteresistent. Bleibt nicht viel übrig. Ich greife doch niemals rum. Empfindlich gegenüber Sonnenlicht, okay. Das klingt nicht gut aus, löschende Bösheit. Lichter werden in der Nähe gelöscht. Ich weiß nicht. Aber wir haben ja Licht auf dieser Waffe von Shadow Babe. Ich glaube nicht, dass das gelöscht wird. Giftresistenz. Also Gift, wir können ihn nicht vergiften und gegen alles andere ist er auch halber Schaden. Wow. Schauen wir mal, welche Pfeile wir vielleicht haben. Hm.
eigentlich nichts so, ne? Dunkelheit wäre ja auch noch schön für ihn, das mache ich bestimmt nicht. Ah, da ist kein Blitz drauf, da ist psychisch drauf. Vielleicht hilft das der. Und drauf da. Oh, guck mal, kein... Fuck, ich dachte, ich kann nochmal schießen. Oh, sind doch mehr Gegner, als ich dachte. Aber... daran noch versteckt ist, ne? So, jetzt ist er nämlich auch in der Lichtkugel. Die kann auch nochmal ballern. Weil die auch versteckt ist, kann die auch nochmal ballern, ne? So, das ist einmal pro langer Rast. Das macht jetzt keinen Sinn. Das ist eine Aktion, das können wir machen. 55%. Ne, Moment, hatten wir nicht sogar... Hier, da, Feuerfall. 84%, los. 3 Schaden. Stark. Aber ich glaube, Schatten sind nicht so schlimm wie ein Todesalb, ne? 24 Leben, easy. So, und jetzt haben wir den Todesalb tot. Zack! Ohne, dass der einmal angegriffen hat, der olle Stinker. Ich weiß nicht, was das war, aber das klang nicht gut. Aua! Ab ins Licht hier. Ja, okay, unser Teufel hat's erwischt, der ist inzwischen nicht mehr so gut. Hauptsache, der kann die Gegner ein bisschen aufhalten. Ja, die sollen mal schön kommen. So, wo sind sie? Nachteil? Warum haben wir denn Nachteil? So, der ist auch tot. Sehen wir irgendwen noch? Nee, ne? Scheiße. Okay, dann warten wir. Die sollen kommen, die Pisser. Aha! Siehst du, die sind nämlich hier im Licht dann blind. Tschüss. Die sollen kommen. Da sind sie blind, die Idioten. Sie kommen nicht, ne? Das ist jetzt ein scheiß Katz-und-Maus-Spiel. Muss der nicht hier irgendwo sein? Weil sie hat auch Licht, das weiß ich. Dann gehen wir mal hier hin. Aha! Ja, können nicht viel machen, ne? Der hat Licht. Okay, mit denen warte ich mal hier vorne. Die haben nämlich selber Licht. Aha! Aha! Count on me. Ich hätte springen sollen. Jetzt habe ich wieder das Springen vergessen, ich Idiot. Den muss ich auf meine Kappe nehmen.
Jetzt will ich mal sehen, ob ich extra Schaden mache wegen diesem Dunkelheit-Teil. Mal gucken. Ja, guck da, 5. Und 4. Nee, das war anderer Schaden. Ich habe keine Ahnung. So, das war Easy-Kampf. Wir haben nicht einen Schaden bekommen oder Zauber benutzt und haben sogar noch temporäres Leben bekommen. Das schmeckt. So, aber dieser Ring. Die Waffe, die aus Schatten mit zusätzlich 1d4 Schaden, den habe ich irgendwie nicht gemerkt. Calloused hands work a hammer and chisel around a massive slab of... You can almost taste the sour ale that once clung to this soul's breath. Ja, das war ein easy Kampf. He was insensible when the shadows came. You sensed this one hid for days as the sounds of battle got closer and closer to town. You didn't even care. A happy, faded memory comes to you. A woman walking before the shadows. There was once a house full of warmth and children's laughter in this woman's life. Wie schnell sich die Dinge doch ändern. Die Thorms sind Seloniten durch und durch, glaubte ich jedenfalls. Vielleicht ist Keswick nur für Melodia konvertiert und mit ihrem Tod und dann mit seiner Tochter ist auch sein Glaube gestorben. Das heißt, dieser böse Frechdachs ist eigentlich nur böse geworden, weil Frau und Tochter tot. Doch sich Schatz aufzuwenden, das kann ich nicht glauben. Keswicks Justiziare werden immer mehr und sie sind immer entschlossen, alle Spuren von Selonit in Reißwein auszulöschen. Was glauben sie, warum diese Stadt errichtet wurde? Oder eine silberne Einigung. Okay. 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 Siehste, das war wichtig. Na ja, denn jetzt, wo ist die Quest? Wo ist die Quest? Ist sie abgeschlossen? Oh, guck mal, die wurde abgeschlossen. Wir haben die Steinmetzgilde erreicht und die Schriften von Morfred gefunden, dem Anführer des Selonitenwiderstand. Er war entschlossen, um jeden Preis gegen die Chariten weiterzukämpfen, selbst wenn ihnen das Leben kosten würde. So, Silbersachen nehmen wir natürlich mit. Silber gibt Geld. What do we have here? Und noch ein Brief. Alfred, ihr seid vermutlich überrascht, dass ich euch schreibe, wobei ich mich selbst noch nicht weit überraschen dürfte. Ihr habt mich von Torms Bosheit gewarnt, doch habe ich zu Hammer und Kelle gegriffen und einen verfluchten Turm errichtet. Ihr habt mich vor dem bevorstehenden Krieg gewarnt, doch habe ich das Gefängnis erbaut, in dem seine Feinde nun dahinsichen werden. Ihr habt mich gewarnt, bla bla bla. Ich weiß mehr über den Turm als alle andere. Besitze zahllose Werkzeuge und Vorräte, versammelt eure Verbündeten, lasst uns einen Plan schmieden. Beim Mondaufgang dringen wir ein. Da war jetzt nicht so viel Interessantes bei. Also was mir jetzt konkret weiterhilft. Better make my next move. Ah, da ist noch was Silber. Need to keep focused. Nee, du sollst... Nee. Du sollst den silbernen Torten... Achso, das ist ein Tortenständer. Ups. Does this count as adventuring? Schandres. Truhe. Light on my feet. Ein Sengo. Keine Ahnung, was das ist. Etwa so klar, dass da eine Falle ist. So eine Verarsche. Ich probier mal, ob das geht. Ja, guck mal, auf Deutsch kann man inzwischen ausschreiben. Das ist doch schön. Wehe, da ist jetzt nichts drin. Boah, eine natürliche 20. Glück gehabt. Ich dachte schon, wir haben es mal wieder nicht geschafft. Das war knapp, obwohl plus 11 mindestens drauf ist. Oh. Oh. Wenn wir Schaden machen, erhalten wir... Wow, das bringt ja mal gar nichts. Das wird höchstens was bringen. Bei Shadow Babe. Wenn du Waffenangriff machst, erhältst du arkane Sinneschärfe, das Zauber leichter treffen. Aber hier... Nee, damn Scheiße. Können wir ans Lager geben und gut ist. Dann looten wir mal den Mist hier noch.
Vielleicht gibt es hier noch interessante Bücher, die wir dann verticken können. Immer schön alles lesen, falls eine Quest ist. Okay. Können wir die nicht mitnehmen, die Karte? Schade. I'll take that. Mal schön Licht anmachen hier. Man weiß ja nie. Guck mal, hier geht's weiter. Hier kommt ein Wahrnehmungswurf. Das sehe ich doch schon auf der Map, dass hier was ist. Erinnerungsernte. Shadakai, die Rabenkönigin. Ja, die kann mich mal an. Ah, interessant. Juckt mich nicht. Hier geht's irgendwo weiter. Vielleicht unten. Aber das sieht man ja, dass hier noch was ist. Logischerweise hier. Das sieht man. Also bitte, Spiel. Gönn mir. Okay, hier geht's nicht weiter. Scheiße. Mondaufgangsdiagramm. Mhm. Someone's marked a spot at the base of Moonrise Towers. Guck mal, jetzt haben wir einen Geheimangang gefunden. What's that? Also bei den Mondtürmen und hier jetzt gerade sogar auch. Bierhumpen nehmen wir natürlich mit. Aus Prinzip. Ja, deswegen immer alles lesen. Manchmal aktualisieren sich dann Quests. Selbst wenn ihr es nicht lest, wie ich. Lesen, aha, 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 mitnehmen. Geheimer Raum. Was macht der Hebel? Den wir erstmal gespeichert haben, weil ich Angst habe. Ja, okay. Ganz viele Schriftrollen, die ich niemals benutzen werde. Aber falls, haben wir welche. Sonst ist hier nix. Okay, ein paar Schriftrollen sind nice, aber ich habe da jetzt ein bisschen mehr erwartet. Da wird gedanced. Okay, mehr ist hier nicht. Vielleicht geht's hier doch nicht weiter. Da, vielleicht ist das einfach nur halt andere Map. Gucken wir nochmal. Sieht nicht danach aus. Hier, mach mal Licht an. Sieht man doch nichts.
Aber dann haben wir das mit den Steinmetzen auch. Wie sieht es eigentlich erfahrungsmäßig aus? Ja, guck mal, schon mal ein Viertel ungefähr, ne? Ne, hier ist nix, ne? Ne. Na dann. Hoch, ne? Brauchen wir uns auch nicht mehr verstecken. Hier ist ja nichts mehr. Dann nehmen wir doch direkt den Aufzug. Irgendwie. Keine Ahnung. Ist hier was? Ah, wir haben einige passive Dinge. Warum schleichen die denn wieder? Ich habe auch extra Schleichen weggedrückt. Ach, Idiotenpack. Zielpunkt ist nicht erreichbar. Da muss ich den Aufzug wahrscheinlich oben erst holen oder so, ne? Ja, dann gehen wir halt hier wieder hoch. Der Aufzug müsste ja dann... Ist das der Aufzug? Okay. Wir gehen mal hier weiter. Ich habe hier eine Stimme gehört. Ja, wir gehen hier wohl weiter. Okay. Here lies Bronick Laro, blacksmith of renown. May he make iron sing in the afterlife. Ganz vergessen. Keeping my head down. Den brauchen wir. Dreimal ver... On my way. Papa, sag irgendwas. Oh oh. Aber das ist ein Kind. Nicht schleichen, weil schleichen heißt Taschendiebstahl. Speichern wir, bevor wir es aus Versehen umbringen? Ich hab doch schon die Ranken gesehen. Oder die. Wir müssen das Kind schützen. Oder das Kind ist komplett overpowered und bringt die einfach um. Können wir das mitnehmen? Is that the kid Korga went after? Wer ist denn Korga? Seems she's learned a new trick. Keine Ahnung. Sorry. It knocks the wind right out of me. Es ist ein mächtiger Zauber. Wo hast du den denn gelernt? It changed me. Hä? Sie hat das Druiden-Idol doch gar nicht geklaut. Das haben wir ja gar nicht gemacht. Ach, egal. Wie wäre es, wenn du mir deine Kräfte beibringst? Maybe. But you gotta help me first. Me and Mum and Pops. We follow Zevlor out here. Then he... Ja, was denn? Well, there was an ambush. Mom yelled, run! So we ran. I could hear him run behind me. Till I couldn't. Still can't find him. But I bet you can. You'll help me. Ja, auf jeden Fall. Danach bringst du mir deine Kräfte bei? Sure. The Vanishes, at least. Maybe some others. But not till you get my mom and Pops back. Ja, ist ja okay, machen wir. Ich finde deine Eltern schon. Du kannst dich auf mich verlassen. I knew you'd help me again. The vines won't last forever. I don't suppose I can stay with you. Just till you find Mom and Pops. Oh mein Gott. Wir müssen ein Kind mitnehmen. Natürlich, du kannst in meinem Lager bleiben. Oh, thanks. Da kann sie gerne hin. So you send Mom and Pops there. I'll be waiting, Hero Man. Bitte jetzt nicht aus dem Kontext ziehen.
Aber das kleine Kind ist jetzt im Lager von uns. So, während wir hier das Ding umbringen. So, gibt nämlich Erfahrung, ne? Warum sollte ich sie nicht kaputt hauen? You sense a swell of grief. Before the shadows took her, this woman mourned someone lost in battle. You sense a matriarch's flush of pride. She will soon be a grandmother, and the child will bear her. So, was haben wir jetzt an Quests? Finde in den Schattenfeuern wir Arabella, einen tiefen Genossen. Sie ist auf Suche. Wir haben angeboten, nach ihnen zu suchen. Arabella in unser Lager eingeladen. Finde Zephlor. Zephlor wurde von Kult der Absoluten gefangen. Die andere sei erstarrt und habe versucht, sie. Wir sollten nach ihm suchen. Ja, Zephlor ist doch eh wie alle anderen auch hier im. Wo ist denn das? Hier im Mondaufgangsturm-Ding da. Wo denn auch sonst? So, dann haben wir jetzt das kleine Mädel gemacht. In memory of Reuven Corley, who lived stoically and died without complaint. Die Liebe unseres Lebens, das heißt, das ist ein Kind gewesen wahrscheinlich. Hier vergammelt Tressen untreu, schürzensicher und lausiger Ehemann, mögen die Krähen auf diesen Ripperino. So, wir gehen erstmal weiter nach oben. Weil wie gesagt, im Süden ist die Main Mission, dann gehen wir erst im Norden. His tall tales shall be greatly missed. Zärtlich ein Ring eines magischen Ringpass, der dem Träger erlaubt, den Zauber schützendes Band von der Kreatur erhalten, die den anderen Ring trägt. Beschützer erhält Resistenz gegen alle Schadensarten und einen Bonus von Plus. Alter, das ist ja voll gut! So, wir brauchen dann nur den anderen Ring. Lesen wir mal das Buch, vielleicht erfahren wir das. Im fünften Jahr unseres Bündnisses mussten wir uns unserer bisher größten Hürde stellen. Meine Eltern wurden sehr krank und pflegten. Es war eine düsterarte Zeit. Im Notfall der Agnese vergangen waren die ruhigen Tage, in denen unsere Tage waren gefüllt mit Arbeit. Oder bei unserem Bruder, er konnte nicht okay. Aber wichtig und richtig. Wenn wir den anderen Teil finden, dann haben wir einen echt guten Ringpaar quasi. Gucken wir mal, was hier so steht. She came and went like a natural disaster. Ein namenloses Findelkind. Ups. Rip. Wish I had a bag of holding. Hier sind wohl die Kindergräber. Unschön. Ja, wo rennt er denn jetzt hin? Achso, da ist die Pflanze. Ich wollte hier noch auf die Grabsteine gucken. Auf den. Vielleicht gibt es da irgendeine Info zu dem. Zweiten Ring, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Here lies Immolata Cole, the music of the moon played on her heartstrings. Ne, hier anscheinend nicht. Aber zu einem schönen Wochenende gehört auch eine Runde Grabschändung, oder? Einmal pro kurzer Rast können wir uns totstellen. Ja. Upsala. Habe ich den jetzt mitgenommen? Nee, ne? Ja, packen wir ins Lager. Also. Ich glaube nicht, dass ich schlechtere Schuhe habe. Ja, die können vielleicht mal neue Schuhe haben. Die sind jetzt nicht so toll. Mal schauen.
is the best smith in Rhythwen. Our swords will never slice us true. Hier können wir doch bestimmt rein. Ist sogar offen. Als ob hier nichts drin ist. Hier ist irgendwas. Aha. Die wäre gut. Hätten wir nicht schon... Warte mal, die nehme ich. Ach, fuck, verdrückt. Lass mal gucken. Gleichen wir mal. Ach, da ist geschickt drauf, ne? Deswegen ist die rechte so gut. Brauchen wir nicht. In memory of Brent Krivens, taken along with his family on the same grim night. May their deaths be avenged. Oh, hier ist Familiengrab. Schmerzlich verbüßt von seinen beiden Ehefrauen. Legende. Poet Feinschmecker wäre doch nur... Oh Gott. Here lies Thomasin Feverbreaker, midwife and wise woman. Okay. Ist hier ein Türchen? Easy enough. Wir werden... Hier ist das Heilhaus. Aber wir werden erstmal Grabschändung betreiben. Da können wir sogar was verkaufen. Sehr gut, das habe ich gesucht. Guck mal, hier kommt man auch nach oben weiter, aber ich gehe jetzt hier erstmal zu ihr ein paar Sachen verticken. Und dann gehen wir nach oben und dann machen wir erst Haus der Heilung. Is that blood? No, never mind. On my way. Speichern. Dann Schwester Lindwin. Tag. Don't call the doctor yet. Was zur Hölle ist das denn? Saint Hill? I know I can do this. Oh, you're a patient. This is the children's ward. Triage is back that way. Ugh. I know that corpse. Arabella's father met a most unpleasant end. Oh. Rip Arabella. Warum mannet ihr eine Leiche? Merely medicated. To ease the pain. Fingerfertigkeit, die Leiche anstupsen, täuschen. Ja, guck mal, Fingerfertigkeit haben wir plus 10 drauf. Auf täuschen. Plus 3. Machen wir mal Fingerfertigkeit. I see movement. The patient's awake. Oh. Jetzt haben wir ihr ein gutes Feeling gegeben dadurch. Can you hear me? Da das jetzt geklärt ist, könnte ich dann ein paar Vorräte kaufen. Not much left now, but you're welcome to look. Ich will eigentlich vor allem meine Sachen loswerden. Sie hat ja nur Scheiße, seien wir mal ehrlich. Sie hat ja nur Scheiße. Okay, wir können wenigstens unseren Bullshit loswerden.
So viel Geld hat sie gar nicht, ne? Hier weg mit dem Kopf. Pike behalte ich mal, ich weiß noch nicht genau warum. Wie viel hat es jetzt? 200? Guck mal, wir können noch niemals alles verkaufen. Passt schon. Und haben wir irgendwas zum Kaufen hier noch? Ist hier was, was uns bringt? Nee, ne? Kein Mantel oder so, ne? Nur Bullshit. Alles klar. Wenigstens ein bisschen sind wir losgeworden. I'm ready. Whatever it takes. No time to rest. Played at the ready. Nein! So. Speichern, weiter geht's. Beziehungsweise. Was ist das mit Tieren? Ah doch, ist an. Still alive. So that's wir können mit dem toten Vater von Annabelle reden, vielleicht erfahren wir da irgendwas. The corpse regards you lifelessly. Erstmal, ob ich springe, wer seid ihr? So, jetzt haben wir das nämlich confirmed. Jetzt haben wir hoffentlich mehr Dialoge. Wie seid ihr gestorben? Oh. Die hat ihn umgebracht. Jo, hau rein, Shake. Woher kommt ihr? Okay, stark. Was wolltet ihr? Oh! Zephlor, das Schwein! Wir hätten die Goblins helfen sollen. Und nicht ihn. Wo ist Zephlor jetzt? Okay. It does not know. The spell's power. Können wir ihn looten? Eine Birne. Weg. Oh, das ist doch auch. Moment mal, das ist doch die Mutter auch, ne? Die ist auch tot. Better and the patients will be better and it will all be fine. Yeah. Aber wir wissen jetzt zumindest, was mit Annabels Eltern nach Baldurs Tor gelangt. Warte, was? Eine Laute braucht man nicht unbedingt. Ach da. Eine alte Karte als Ziel Baldurs Tor. Nehmt nur mit, was ihr tragen könnt, geht über den Gebirgspass. Oh, guck mal, die Bären haben sogar Namen. Knuddel und Lukas. Oh Gott, im Himmel. Oh cool, eine Geige. Eine Geige haben wir noch nicht. Genauso wenig wie eine Knochensäge. Was haben wir denn für Instrumente? Wir haben eine Flöte, eine Laute, eine Handtrommel und eine Lyra. Einfach nur aus Spaß haben wir das. Was wiegt denn so am meisten? Die Handtrommel? Ja, pass auf, die tun wir ins Lager und dann kriegt er hier eine Geige dafür. Warum auch immer. Wir jetzt mit Finn und Annabelle, wir haben alle, doch sie sind tot, wir sollten im Lager die traurige Nachricht überbringen. Und Zephlor,
Die Kultisten dauerten den Tiefen der Dunkelheit auf. Zephlor drängte sie zur Aufgabe, doch in der Verwirrung und führt mehrere Tiefen. Zephlor wurde gefangen, die sei erstattet. Das klang für mich eben eher so, als ob Zephlor die verraten hätte. Handtücher wiegen nichts, können wir mitnehmen. Sollten wir nicht hier im Haus der Heilung auch... War hier nicht auch eine Quest? Ah, hier oben erst. Okay, aber ich will erst hier oben weiter. Aber zunächst, wir gehen ins Lager und reden mit dem kleinen Mädchen und sagen ihr, ey, deine Eltern sind tot. Warte, wo ist er? Ach, guck mal, da ist die Kleine. Können wir die hier im Lager behalten? Mal, ich guck mal, ob ich erst mit ihm... Mit ihm habe ich ewig nicht geredet. Sie haben jetzt einen Liebesgefährten. Oh. Shadow Babe halt, ne? Ach, guck mal, hier! Ihr meint Schattenherzgötter. Ich wünschte, sie wäre meine Liebesgefährtin. Natürlich. Fate, dost thou require a new ally? Nee, okay. Hey you. I made it. Easy peasy. Ja, deine Eltern sind tot. You find Mom and Pops? Ja. Deine Eltern sind tot. Ich habe ihre Leichen gefunden. No. No, no, wir sind ehrlich. I don't believe you. Jetzt bring mir den Rankentrick bei. Alter, war ein prächtiger Anblick. Ihre Leichen waren... Ich speichere jetzt. Ich will nur wissen, was passiert, wenn wir diesen Dialog machen. Oh Gott. No, no, no. You're lying. I know it. Get away from me. Go. Ja, ich dachte, da passiert noch mehr. Okay. Wir laden natürlich... Ich wollte gucken, ob die so ausrastet oder irgendwie sowas. Was hat denn MVP? Gott, MVP hat sich so eine Pokémon Arcani-Karte geholt. Eieiei. Okay. Jetzt sind wir natürlich nett und sagen, tut mir so leid, Arabella. Okay. Fick dich! Selbst das bringt nichts. Ist die Quest irgendwie beendet? Arabella, wir sollten nachher sehen, wenn sie Zeit hätte, die Sachen zu verarbeiten. Ja, okay. Haben wir schon ein Evoli? Nein. Poke, Catch, Hyperball. Okay, wahrscheinlich heißt das, wir müssen eine Long West machen. Aber das lohnt nicht für uns, weil wir absolut auf Max sind und nichts verballert haben. Ich muss meinem Kumpel was schreiben.
Boah, Luft, ey. Luft! So, das heißt, bis zur Long Rest können wir wahrscheinlich nichts mit Arabella machen. Seidentruhe. Oh, die haben wir auch noch. Hoppu, guck mal, wie viel hier noch ist. Habe ich gar nicht gesehen. Inventar des Hauses mit Umschlingen. Nur Justizizare, keine Ausnahme. Okay, nehmen wir natürlich mit. Zum Verticken. Schauen wir uns nochmal vernünftig um. Silbertablett gibt Geld. Wo ist denn das? Worth grabbing. Nehmen wir, auch wenn es doof vielleicht wirkt, immer so viel Kohle wie möglich mitnehmen. Man weiß ja nicht, was für teure Dinger es gibt. So, wir stehen jetzt hier. Ich will eigentlich erst hier lang, bevor wir ins Haus der Heilung gehen. Wobei, wir stehen jetzt... Ach komm, Arschlecken, wir stehen jetzt am Haus der Heilung, das wäre jetzt auch doof. So, was machen wir denn? Wir gehen aber nach oben, Richtung Quest. Wir ignorieren erstmal hier so das... Wobei, wir machen das Haus, da ist eine Tür, wir machen alles, was im Haus ist. Ich höre doch hier was. Okay, was ist das? Schwester Sinda. Okay, das ist aber keine böse. Wobei, wir könnten mal... Pass auf, ich will es mal probieren. Ich speichere. Können wir einen Taschendiebstahl bei ihr machen? Die verkauft ja nicht, ne? Dann gucken wir mal. Schlüssel und Karabas-Gestänk. Warum kann ich nicht stehlen? Das klauen wir auch. Wir haben nämlich jetzt irgendeinen Schlüssel. Das ist doch gar nicht mal so kacke. Und jetzt stellen wir uns hin. Und sie kämpft. Warum kämpft sie? Ne, dann lade ich nochmal neu. Das ist so doof. Ich wollte... War das wegen der Ausrauberei? Dann raube ich sie nicht raus. Ich guck mal, ob ich sie anreden kann. Evoli wurde gefahren. So. Weil die können wir anreden, dann ist sie bestimmt aggro gewesen, weil wir sie bestohlen haben. Dann reden wir erst. Den Schlüssel brauchen wir nicht, wir sind so ein guter Dieb. Also fingerfertig. Weil ich will ihn nicht kaputt hauen. Wenn man mit Leuten reden kann, dann haue ich sie nicht kaputt. Gut, ich stell mir. Ich habe keine Zeit, ich muss den Doktor sofort sehen. Yes, yes. But all must wait. The doctor's home. Können wir sie überzeugen? Auch wenn ich den Ring jetzt nicht auf hab. You will be seen. Ja, guck, überzeugen. Ich hab den Ring aber nicht auf. Wir probieren es mal mit überzeugen trotzdem. Wir haben trotzdem eine 10 bis 13. Ja! Sogar ein Crit! Läuft! Okay. Gefäß mit geronnenem. Guck mal, da dürfen wir sogar stehlen, oder?
Das aber nicht, da dürfen wir nicht dran. Dann gehe ich da auch nicht dran. Ne, die macht ja nichts Böses. Erstmal. Auch wenn wir wissen, dass... Ne? Arabellas Vater wahrscheinlich von denen hier umgebracht worden ist. Whatever comes, I'm ready. Heiß egal. What to do? Ich will sie nicht direkt umbringen. Können wir immer noch machen. Personal, Malus, Thorm, Leit... Oh, Thorm war der Chirurg hier? Warte, war Thorm der Gute? Nicht so angekommen? Ne, das ist der Böse, ne? Warte, aber hieß der nicht Kessrix Thorm? Das ist ein anderer. Schwester Limbin, Mautis, Anästhesie, ich bricht Schaden und Leid der Schirurg. Okay. Oh, guck mal, Tränke. Okay. Spritze brauchen wir nicht. Geripp. Ich meine, dass das jetzt hier keine vernünftige Arztpraxis ist, ist mir schon klar. Aber sie probieren halt ihr Bestes, ne? Das muss man auch mal akzeptieren und anerkennen. Die können ja nichts dafür, dass alle Patienten sterben, wenn man die Arme absäbelt. So, die Tür machen wir auf, damit wir wissen... Ne, das ist dumm, wir machen sie zu, damit wir wissen, da waren wir noch nicht. Oh mein Gott, das ist der andere Ring! Den... So, lesen. Wir werden angegriffen. Meine tapfere, schöne Miranda hat sich freiwillig für den Kampf gemeldet. Sei ihre Pflicht als Klerikerin. Ich ertrage den Gedanken nicht. Miranda hat mich lächelnd voller Rüstung geweckt. Sie ist vor mir ein. Miranda hat den Trupp haben und jeden Einzelnen getötet. Einmal... Ich weiß, dass Miranda dagegen war, aber ich bin sauer. Bekommt Blut aus einer... Ich habe überall selbst seinen Mund. Die Heilerin erkundet mich mehr. Als sie hätte... Ja, sie wollte... Warum? Ich schicke mich noch irgendwie. Ja, nicht wieder so. Okay, RIP. Aber... So. Jetzt lesen wir nochmal ganz explizit durch, was der Ring macht. So, schützendes Band kann gezaubert werden, ne? Einmal pro Long West. Ist das ein Konzentrationszauber? Nee, ne? Steht hier nirgendwo. So, es hält Resistenz gegen alle Schadens an und einen Bonus von plus 1 auf die Rüstungsklasse. Das heißt... Sagen wir mal, ich tue den Ring raus, den Ring rein. Und sagen wir, beim Konzentrieren auf einen Zauber bewirken Waffenangriffe des Trägers zusätzlich 1d4. Das ist immer, wenn ich Hunter's Mark aktiv habe, ne? Und das ist jetzt gerade aber immer. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich mach mal so. So, und wie können wir den jetzt zaubern? Das ist eine Aktion, ne? Bis zur Langrast. Und das ist... Ist das Konzentration? Ich hoffe nicht. Ziel muss den passenden Ring tragen. Ist keine Konzentration, ne? Es bleibt dauerhaft. Aber die Rüstung ist nicht hochgegangen. 22 hatte ich eben auch schon. Ihr ist hochgegangen. So, warte mal, kann sie das auch machen? Warum kann sie denn das nicht machen? Was ist das für eine Verarsche? Kann das nur einer machen?
Das steht da nicht bei. Wo ist denn der andere Zauber? Jetzt finde ich schon wieder diesen scheiß Zauber nicht. Aber eigentlich müsste der ihn haben, ne? Oh, die Kreatur ist in einem Verbündeten gebunden. Jedes Mal, wenn dieser Verbündete Schaden erleidet, erhält die Kreatur auch die gleiche Menge Schaden. Das ist doch scheiße! Nee, das ist ein Scheißring, den will ich doch nicht mehr. Scheiß auf den Ring. Nee, will ich nicht. Ab ins Lager. Toll, wenn meine Rüstung hochgeht und alles. Super. Kann ich schützendes Band irgendwie bis zu langer Rast? Kacke. Ja, super. Jedes Mal, wenn einer von den beiden Schaden bekommt, kriegt der andere das also auch. Was ein Bullshit. Und ich kann es nicht irgendwie rauslöschen, ne? Den Zustand, oder? Scheiße. Da müssen wir jetzt mit leben. Dies ist Kacke. One day I'll catch a break. Erstmal oben lang. Das ist jetzt richtig bitter, dieses schützende Band. Well, well, well. Can't give up now. Oh, da ist die Mülltüte wieder. Aber ich glaube nur die kleine. Ah, habe ich schon. Ist das bitter, ey. Dass man den Zauber jetzt nicht wegmachen kann, nervt. Okay, nichts passiert. Okay, es fährt hoch. Okay, es fährt irgendwo hoch. Und dann? Oh oh. Kann ich den auch wieder runterholen? Weil muss ja einen Grund haben, dass man da hochkommt. Doof gesagt, ne? Komm, ich will jetzt hier nicht jeden einzelnen steuern. Komm, ihr kriegt das hin, da drauf zu laufen, oder? Oder auch nicht. Die sind halt doof. Man muss es einfach so sagen. Die sind halt doof. Guck mal, hier ist noch ein spezieller Raum. These boots have seen everything. Man muss sich da doch anhand machen. Wo ist denn der vierte Idiot? Er kommt drauf. Kriegt das hin, hier drauf zu kommen? Er kriegt das nicht hin. Er ist zu dumm. Sharp as ever. Let's march. Ach, die kann ja auch den Knopf drücken. Keine Eins. Gut. Ja, ich auch. Oder zumindest 15 Uhr. Weil dann mache ich aus, koch wat und dann ist es schon soweit. Nee, was ist hier alles? Vergoldete Truhe. Reichwein-Nekronologie. Okay, das liegt aber unten, ne? Nicht hier. Wenn ich das richtig sehe. Oder? Ja, er läuft zumindest irgendwo komisch hin. Nee, nicht darunter, nicht darunter.
Schauen wir uns erstmal hier rein. Oh, Gold. Okay, Gold. Nehmen wir mit. Nee, das wollen wir nicht. Rüstung? Okay, kann ich nicht mitnehmen, warum auch immer. Zielpunkt nicht erreichbar. Klar, ich stehe direkt vor. Aber geht natürlich nicht, ne? Genau wie hier, da komme ich natürlich nicht dran. Ne, das geht gar nicht. So ein Bullshit. Ach komm, leck mich doch am Arsch. I can be subtle sometimes. What path lies before me? Don't mind if I do. Das hat mir jetzt hier oben eigentlich nicht so viel gebracht bisher, ne? Wir gucken mal auf dem Dach. Da sehe ich jetzt auch nichts, was uns so wirklich weiterbringt. Hier ist auch nichts, oder? Eine Truhe oder so? Hier ist was. Da ist auch was. Schweinekopf. Ist bestimmt Essen. Ready for some good news. Kann die mitnehmen. Nur ein kleines. Ich verstehe dich, ich bin auch aufgeregt. Ich gucke auch die ganze Zeit schon so auf die Uhr, es ist noch über eine Stunde. So, können wir hier einfach hinlaufen? Nee, schade. Habe ich hier eben nicht ein Bild gesehen? Können wir nicht mitnehmen, ne? Okay. Na dann gehen wir wieder runter. Mal sehen, ob die sich jetzt doof anstellen oder nicht. Ja, sie stellen sich doof an. Warum? Es wäre so einfach. So, wir speichern und ich mach mal Verstecken aus, weil man kann mit den Leuten reden. Ich meine, die sehen sympathisch aus. Oder? The objective of the Scalpel Sisters is to soothe. Also stell mir einen Arzt vor. Is an extension of Sha. See how the patient reacts when I but stroke the right nerve. Okay, vielleicht bringt er ihn jetzt um, aber. Hear the very melody of mercy. Pray. Wir machen einen guten Run, ja. Also ich werde ihn jetzt nicht umbringen lassen. Obwohl ich die schon ein bisschen abfeier, da dieser. Okay, wir schauen einfach nur zu, während er schneidet. Ich darf noch niemals eingreifen. Okay, da müssen wir eingreifen, sorry. Auch wenn es gerade richtig geil ist, wir müssen aber tun. Come, step forward. You are no sister, but that matters none. Every student. Und wir gehen in den Kampf auf jeden Fall so weit von all in, weil wir wollen ja eh eine lange Rast machen wegen der Arabella da. Ich will nicht studieren, sondern das Land von seinem Fluch verbreiten. Ein Student, ja, bitte erzählt mir mehr, er will dieses kranke Spektakel so verstanden.
Meiner Erfahrung nach besteht Foltermeer aus Schmerzen, weniger aus Bekehrungsbemühungen. Komm, wir sagen die Schurken-Sache. Behold, sisters, the very face of okay, das kam nicht so gut an. One who mistakes tenderness for torture. Go on, acquaint the face of ignorance with the true object of our studies. Absence. Absence. No other word captures the heart of Shah so very perfectly. It is the scalpel-led journey that leads from pain to Ooh! A stinging truth, but a truth nonetheless. Kann ich ihn auch irgendwie... Hat er ihm gerade die Augen rausgeplüppt? Okay. Der hatte keinen Namen, der hieß eh nur verstörter Patient, also. If light is the symptom, then darkness is the cure. For in light there is presence. Jetzt ist eh schon zu spät, jetzt können wir auch mit ihm. Absence. In light is presence, in darkness absence. You are well on your way, but one white orb disfigures you still. Let us finish the cure. Dem Kollegen schreiben. So, Schurke Nachforschung, den Blick. Okay, wir können Religion überzeugen. Schurke. Okay, machen wir erstmal Schurke. Immerhin sind wir Schurke, wir haben Vorteil. Lass es doch einfach probieren. Wir haben eine 5 plus 8 mit zwei Würfeln. Und wir haben gerade so eine 15 geschafft. Aber... The sisters' blades are unkempt, rusted with blood. Even in your skilled hands, a clean cut would be difficult. Schurke, eure Klingen sind ja im grauenhaften Zustand. Damit macht man keine sauberen Schnitte. Komm, wir gehen den Schurkenweg. So, weil er ist ja selber ein Schurke, ein bisschen, ne? Bisschen. Können wir ihm helfen? Übung, so habe ich den Umgang mit einer Klinge gelernt. Sie sollten gegeneinander kämpfen. Sie brauchen ein besseres Subjekt zum Üben, keinen Studenten, sondern einen Meister. Warum üben Sie sich nicht gegenseitig an? Komm, wir machen die Schurkensache einfach weiter durch. Gerade so geschafft, aber passt. Yes. For are we not all in need of a cure? Die bringen sie gegenseitig um. Ich will aber die Erfahrung dafür. Does not discriminate. Let each and every one of you partake. Wie, ich krieg keine Erfahrung dafür, dass ich das geredet hab. It is a proud moment when one sees one's teachings so lovingly taken to heart. Ne, wehe, das ist jetzt scheiße. Weil dann mach ich lieber den Kampf gegen alle. You are to be commended for their graduation. Rewarded with the promised cure. Erfahrung beste. Come, I will acquaint you with. Aber wir sehen, vielleicht ploppt jetzt Erfahrung auf. Embrace. Ich will mich damit. Ja, wir müssen es probieren. 21. Eieiei, ah, das wird schwer. Haben wir noch Inspiration? Ja, wir probieren noch mal. Jawohl! Wichtig und richtig. Your diligence is exemplary. Very well. Your own scalpel you will be. Observe, then succeed me into the sucker of Shah. Ich will wissen, was passiert.
Wir haben den Kampf gewonnen. So, das war 280 Erfahrungen haben wir bekommen, ne? So, jetzt will ich nämlich testen, wenn wir angreifen, ob wir mehr Erfahrung kriegen. Ich habe gespeichert. Laden. So. Spielstand laden. Wir greifen direkt an. Weil wenn wir mehr als 280 kriegen, dann, dann bringe ich die lieber alle um. Weil das Endergebnis ist ja dasselbe. Alle tot. Weil Erfahrung ist wichtig und richtig. So, wir stellen uns hin. Wir rennen drauf zu. Ihr werdet... Komm, angreifen. Wo sind meine Leute? 280 habe ich gesagt. Na, oh Gott, hat der viel. So, wir testen mal. 280 durch 5. Ja, wir sehen einfach, wie viel die geben. Ich probiere einen umzubringen. So, wer ist denn noch versteckt zum Beispiel? Sie ist in der Leiste, sie ist in der Leiste, er ist in der Leiste. Oh, sind alle in der Leiste drin. Ja, dann sehen wir. Nee, unser Ding ist nicht in der Leiste, weil es irgendwo am Arsch der Welt fliegt. Geil. Smart. Super. Idiot. Ich habe nicht gesehen, dass der weg war. So, erstmal bis hierhin. Und bis hierhin. Still on my feet. Okay, mal sehen, was passiert. Ich meine, den Kampf ohne zu kämpfen zu schaffen, ist eigentlich auch geil. Aua, hat die jetzt auch 8 Schaden? Weiß ich gar nicht. Hat die 8 Schaden bekommen? So, wir bringen die Schwester um und dann sehen wir, wie viel Erfahrung es gab. Okay, das war übel. Ja, nee, die hat doch gar keinen Schaden bekommen. Ah ne, immer wenn Shadow Babe Schaden bekommt, dann kriegen wir... Naja, ist trotzdem scheiße. Dollar. 90 Erfahrung. Wir speichern einfach danach, wir machen den Kampf und dann schauen wir mal, wo wir mehr Erfahrung haben und gut ist. Ne, macht auch irgendwie, vielleicht macht das auch Sinn. So, jetzt sind sie nämlich blind. Das ist Konzentration, ne? Ist egal, ich weiß schon, was ich gleich mache. Boah, zweimal ein Crit, nice. Verwirrt ist nicht gut. Saw's teeth will open the way for her shadow. Warum mach ich das denn nicht? Natürlich treffen die 85 nicht. So, wir sind aber nicht mehr verwirrt, das ist gut. Dann können wir nämlich hier drauf. Ja, einfach angreifen. Wichtig und richtig.
36 Schaden. Your wish guides my hand. Oh Gott, im Himmel. Warum krieg ich keinen Gelegenheitsangriff? Ah, egal. So, dann müssen wir wohl ernst machen. Fuck, geht nicht. Shadow Babe kriegt die, glaube ich, tot. Naja, wenigstens ein Treffer. 60%. Ah, ich weiß, was ich machen wollte. Ah, nicht nekrotisch. Nee, 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 nicht nekrotisch. Gleißend machen wir. Und dann laufen wir nämlich einfach hier hin. Zack, es sind sie tot. Und jetzt hauen wir drauf. So, ist hier noch eine? Wo ist denn die? Ach, da oben! Können wir springen und sie dann angreifen? Geht das? 95%? So, da ist er nämlich tot. Zack. Nee, hier gibt's ein Gegens. Es wird hier keine Schwester belebt, mein Freund. Wobei, das hätte Erfahrung gegeben. Schade. Und er rennt wieder rein, was ein dummer Follower ist. Okay, der ist ein Idiot. Das finde ich gut. So, den ballern wir nämlich... Ach, wir haben keinen Zauber mehr. Das war ja der Gegenzauber. Was können wir denn machen? Nekrotisch will ich nicht. Komm, können wir das so machen? 9%, okay. Ja, okay, dann ballern wir ihn halt da raus. Liegt der immer noch drin. Sehr gut. Wir machen danach einfach eine Long Rest. Pass auf, das habe ich noch nie gemacht. Wo ist denn das jetzt hier mit dem Sonnenstrahl? Wir ballern einfach so. Oh! Wir haben uns... Oh. Das wusste ich nicht. Entschuldigung. Wo ist denn die Sportaktion? Da. Kommen wir bis da vorne hin? Testen wir mal. Nicht ganz. Machen wir trotzdem. Gegen was ist er denn so resistent? Magische Resistent gegen Vertreibung, gegen Feuer. Okay, also alles außer Feuer nehmen. Dann nehmen wir doch einfach Säure. Ich hoffe, so treffen wir uns ja nicht. Ja, schön in Säure noch. Das schmeckt. Kollege, zurück in die Säure. Oh fuck, dann stehe ich auch in der Säure, ne? Vielleicht habe ich das nicht ganz durchdacht, egal. Rauf da. Ah ne, Feuer bringt ja nichts, so wie ja schon gesehen. Machen wir das.
dann nochmal drauf da. Rein in die Säure! So, guck, das gab nämlich noch mehr. Erfahrung und alles. So, ich speichere mal und dann checken wir nach, wie viel Erfahrung wir hier haben. 4570. Ja, komm. Warum kann ich denn nicht? So, ja. Jetzt landen wir hier. 4570. Wenn wir beim anderen Spielstand mehr haben, dann... Schade, dass da nicht so Reden genauso viel Erfolg gibt wie Todprügeln. Weil die waren ja auch alle 5 tot. Oh, wir haben gleich viel Erfahrung. Ey! Die haben gleich viel Erfahrung. Okay, dann nehme ich alles zurück. Dann ist das gerechtfertigt und gut. No one stopped me yet. Dann haben wir den Kampf halt umsonst gemacht. Ihr habt halt den Kampf gesehen. Schön, ne? Wir nehmen erstmal einfach alles mit. Oh, guck mal, er lebt noch wenigstens. Mehr oder weniger. Okay, wir können auch nichts mit ihm machen. Schade. Wir nehmen erstmal alles mit. Können wir nichts mit ihm machen? Pass auf, können wir nicht mit ihr? Der hat ja volles Leben, ne? Ja, komm, Pech gehabt. Okay, die haben auch geile Waffen, muss ich sagen. Lustige Waffen. Bin unschlüssig, wie das Bochum gewinnen die 4-0 schon oder doch? Ja. Ja, so wird's ablaufen. Du hast vollkommen recht. Kann ich mit ihm hier nichts machen irgendwie? Untersuchen? Aber sind wir mal ehrlich, der Mann ist tot. Kann ich ihn irgendwie... Ich kann wirklich nichts tun, ne? Das Spiel lässt mich nichts machen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was wir für eine Scheiße eingesammelt haben. Künstlicher Egel, was ist denn das? Ach so eine Dingswaffe. Ja, mit dem Blutegel. Rüste den Chirurgen mit einem aufgeblähten aus, sodass er Blutegel wirken kann. Bohre hunderte spitze Zähne in deinen Gegner und lasse ihn bluten. 7 bis 63 Schaden. Willst du mich verarschen? Das ist eine Aktion nur? Die Waffe ist ja total broken. Ist ja mal total krank. Was hier mit her mit der Säge? Wir können blutige Knochensäge wirken. Ist genau dasselbe. Hacke auf das Ziel erleitet. Alter, die Dinger sind ja total OP. Vor allem einmal pro Zug geht das, ne? Piek seinen Gegner mit der Spritze und vergifte ihn. Ist eine Bonusaktion pro Zug, dass das geht? Und das geht als Klassenaktion... Ey, hallo? Geht als Klassenaktion immer oder einmal pro... Nee. Pro Zug. Ja, ich gehe off und kann dir tickern, wenn du willst, nebenbei.
Ich bin nur gerade von dieser Waffe begeistert. Ich meine, die ist sehr selten. 5 bis 16. Okay, das will ich behalten wegen... Aber irgendwie sind diese Waffen komplett... Wenn ich die richtig verstehe, sind diese Waffen komplett broken. Ich kann als Bonusaktion... Warte, die Spritze ist nicht so geil. Was ist mit der? Ich will die Waffe eigentlich mal ausprobieren. Vor allem die hier. Warte, war da nicht eine, die war noch kaputter? Sagen wir mal die Spritze. Wird nicht wehtun. Vergift, was bringt Gift denn eigentlich genau? Nachteil bei Angriffswürfen und Attribut. Pass auf, ich nehme mal die Waffe so. Ich will das eigentlich mal testen. 2 bis 5, 3 bis 8. Aber was halt das Brokene ist, ist das hier. Nee, die Waffe will ich behalten. Wegen des Lichtes, die ist gerade richtig gut. Don't burn yourself. Defender of the people. All's well that ends. Not as bad as it could have. Nee, ich bleib nicht, ich geh auf. Oder. Was haben wir denn hier? Lebende einmal pro langer Rast kann der Träger, wenn er einen kritischen Treffer gegen einen Humanoiden... Einmal pro langer Rast ist ein bisschen wenig, ne? Ah, nee, das ist nett, aber... Wobei, vergleichen wir mal, was wir da haben. Vielleicht haben wir ja nur Scheiße. Weil das mache ich nicht so häufig eigentlich. Was hat sie? Perlenregeneration ist gut, das machen wir gleich. Ah, ne, müssen wir ja gar nicht. Weißt du was? Machen wir das. Wenn wir einen Crit machen, können wir den leben. Und hier machen wir auch einen Crit mit 19 schon, ne? Boah, eigentlich will ich die mal ausprobieren. Ich nehme mal die Kettensäge hier. Oder was auch immer das ist. Der Rest kommt ins Lager, weil die so geil klingen. Die waren kacke, ne? Wobei, hier sind auch die Klassenaktionen drin. Ja, die sind nicht magisch, also doof. Was haben wir hier? Eine ramponierte Laute. Ist die kaputt? Nee. Hier kriegt die seltene Laute. Ich bin gespannt auf dieses Ding hier. Wenn ich das richtig verstehe, könnte das richtig geil abgehen.
So, mal speichern. Schauen wir uns an, was wir hier haben. Wir haben das Haus der Heilung mit Arztinitialen gefunden. Vielleicht bringt es ihn wieder zur Bildung, wenn wir... Ach, wir müssen die Laute für ihn spielen. Ich kann die Laute nicht spielen. Ich weiß nicht, wie man Laute... Vielleicht haben wir irgendeinen Baden oder so. Ich werde bestimmt nicht respecken auf Bade, auch wenn es nur kurz ist. Da habe ich keinen Bock drauf, da ist mir zu viel Arbeit. Ach, die Waffen, ey. Die Waffen sind lecker. Daytona ist vor Bob geflohen, jetzt ist es offiziell. Wo geht's denn hier rein? I'll give it a shot. Komm, nimm den Alkohol auf. Alkohol! Geht doch. Oh. Wenn du Giftscham bewirkst, müssen sie... Wenn du Giftscham bewirkst, müssen Ziele einen Konstitutionswurf bestehen, sonst sind sie vergiftend. Ist das nicht immer, wenn man Giftschaden macht? Was ist denn das für eine dumme Logik? Haben wir irgendeinen, der Giftschaden macht? Säureschaden ist nicht Gift, ne? Oder? Ist Säureschaden Giftschaden? I'm ready. Wahrscheinlich nicht, ne? Nach. Ist das ein Unterschied? Ja, Säure und Gift ist was anderes. Scheiße. Dann bringen mir die Handschuhe, glaube ich, nichts. Weil ich weiß nicht, ob wir irgendwo Giftschaden bewirken. Ich denke nicht. So, und die Tür geht jetzt auf wahrscheinlich. Ach so. What to do? Something good here, I hope. So, jetzt ist wieder richtig. Can hardly feel this spinning. Okay. Was haben wir hier denn noch Schönes? Enthauptung, Blutverlust, Schädelbruch, zerteilt, Gurgelschnitt. Best be on my way. Wie viel haben wir denn? Okay, wir haben ja noch ein bisschen. Schwester Julia. Dich habe ich noch nicht gesehen. RIP Daytona.
Ich weiß nicht. Die war schon tot. Ich will jetzt unbedingt die Waffe ausprobieren. Aber Moment, könnte ich ja jetzt eigentlich auch schon sehen, ne? Wo ist denn hier diese Klassenaktion und alles? Oder geht das nicht außerhalb? Was ist denn das jetzt? Ich bin schon wieder zu blöd, die Sachen zu finden, aber vielleicht geht das auch erst im Kampf. Keine Ahnung. Ah, hier ist das Band. Kann ich das irgendwie... Nee, kann ich nicht. Ich verstehe es nicht. Wie immer. Warte mal, wer ist denn da gelb? Ach, der verstörte Patient. Ja, ich kann nichts für dich machen. Ich habe mein Bestes gegeben. Hier ist nichts mehr, ne? Ah. I have something to ask. Kann ich mit ihr noch reden oder ist sie jetzt aggressiv? Weil ich möchte eigentlich mit ihr kämpfen. Wie kann ich das denn machen? Kann ich sie denn so berauben oder so, dass sie aggressiv wird? Ich will diese Waffe ausprobieren. Weil der taucht hier nirgendwo auf, ne? Muss man Chirurg sein dafür? Ich meine, Chirurg gibt's nicht. Herr mit dem Knochenbohrer, Klassenaktion. Das müssen wir doch jetzt gelernt haben. Ich will sie aber nicht töten direkt. Kann ich irgendwie... Pass auf, wir können es so machen, dann geht der Kampf los. So, wir fangen auch direkt an. Und wo ist das jetzt mit dem Knochenbohrer? Ich find's nicht. Was ist das für eine dumme Scheiße? Ich versteh's nicht. Mama. Hab ich vorher gespeichert? Hoffe ja. Das muss aber nicht auf... Da steht auch nirgendwo, dass es auf Einhand muss, ne? Übung mit diesem Waffentyp. Da steht auch nicht, dass ich die Waffe nicht tragen kann, oder? Nee, ich kann die tragen. Da, die haben voll die geilen Sachen. Warum kann ich die denn nicht benutzen? Muss ich das so machen? Guck mal, jetzt habe ich die Waffen gewechselt. Warum auch immer. Ist auch nirgendwo. Ich verstehe es nicht. Mit der Knochensäge. Oh Gott im Himmel. Du wirst noch viel erleben. Du musst diesen Test bestehen. Es kommt der Tag, an dem du dein Ziel erreichst. Ein Digimon wird dich begleiten, der beste von allen Zeiten.
Leiden. Ich brauch Crash. Werden alle Abenteuer bestehen. Hier müsste das sein. Wir bleiben Freunde, was auch immer passiert. Doch wir wissen nicht, was morgen sein wird. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Ich verstehe es nicht. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich verstehe es nicht. Greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit. Ist der Typ? Will jetzt wissen, wie ich diese Waffen benutzen kann. Ist das das? Ne, das ist die nicht, ne? Doch, Sister. So, wie kann ich die denn benutzen? House of Healing. Machen wir mal so. Ja. Interessiert mich nicht. Steht hier, was für Waffen ich bekomme? So, Kacke! Selbst die Wikis sind beschissen. Wie heißt der Typ nochmal? Malothorm, okay. Oh, Shaq ist wieder nicht da für seinen Magbi, ne? Ja, den haben wir besiegt. Okay. Ja, ich will doch nur wissen, wie ich die Waffen einsetze. Weil ich verstehe es nicht, Mama. Jetzt kann ich mir ja spoilern lassen, ne? Weil, ah ne, das nicht. Aber wir haben den Kampf ja schon gemacht, der ist ja tot. Ist das auch eine Waffe, die wir haben? Glaub ja. Ja, genau. Wie kann ich die denn einsetzen? Das steht hier nirgendwo. Ich google mal einfach nach der Waffennummer. Artifilchen. Okay. So, das ist die Frage, die ich habe, ne? Ja, ich habe die Proficiency doch. Ja, genau das. None of this is showing for me. Das ist genau meine Frage. Okay, die klappen wohl nicht. Die sind nur für den Boss anscheinend. Ja, genau das. Die sahen aus, als könnte man halt 100 Schaden machen.
Ah, scheiße. Etwa ein Probeversuch. Geht anscheinend nicht. Schade. Kacke, Kacke, Kacke. Ah. Ja, check ab und zu. Und manchmal, wie Daytona sagt, sind die geil. Manchmal sind sie dann aber auch scheiße, muss man auch offen sagen, ne? I'll take that. Okay, dafür war der Schlüssel wohl anscheinend. Ja, komm, mach weg den Schlüssel. Time to press ahead. Schlüssel zur Krankenhausbibliothek. Wo ist denn die Krankenhausbibliothek? Waren wir da vielleicht schon? Waren wir irgendwo, wo abgeschlossen war? Ja, wenn, dann hätte ich eh wieder offen gemacht, ne? Ach, das da oben vielleicht ist die Bibliothek. Oder das hier? Oder das hier? Ist das eine Bibliothek? Nee, ne? Nee. Okay, jetzt können wir ja den Typen heilen, ne? Das gehe ich auch hier hin. Aus dem simplen Grund, weil ich ganz viel Zeug auch zu verticken habe, was mal so langsam weg muss. Erstmal eure Waren sehen, junge Dame. Ja, den brauchen wir, den Ring. Das wäre auch zu schön gewesen, hätte das geklappt. Komm, das schenken wir der. Hat ihr was Neues? Nö, ne? Nee, 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 nee. Lappen. Nee, okay, okay, okay. Take care now. Das habe ich hier schon mal eine Frechheit gesehen, die nicht akzeptiert wird. Sortieren wir kurz. Muss ja sein, Ordnung, ne? Ja komm. Ja komm. Ach komm, ey. Alter. Geh doch einfach da rein. Ich
Kann ich den nicht einfach fallen lassen? Geht doch. Ja, passt so ungefähr, passt so ungefähr, passt so ungefähr, passt, 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 passt. Naja, alles in Ordnung. To know about supplies. Will we make it home? Burning through our oil, but it should just about do. Just about? Just about. We shouldn't hang around too long, though. Einmal machen wir das. Auch wenn es schon wieder am Verkacken ist. Es nervt mich das zu sehr. Das schien ja super geklappt zu haben. Sind einfach weg. Okay. So. Manchmal geht's, manchmal nicht. So. Schenken wir ihr noch ein paar Sachen. Oh, why not? I sold a pair of boots to that traitor. Can't believe it. Hat auch noch was. Ach hier, Wasser. So. Ach, was soll's, gib mir Geld. Take care now. Ah, da, da. So, jetzt aber. At least things have stayed interesting. Very well. Jetzt können wir dem Typen da das Lied vorspielen. Wie viel haben wir denn? Ja, guck mal, halbe Stunde ist immer noch. Hä, wo ist er denn hin? Ach, da. Hoffentlich geht das, ich will kein Bade sein für den Scheiß. He keeps saying Daniel's name. He ich habe eine Laute gefunden, hat offenbar der flammenden Faust gehört. Its music might help restore him. Show it to him. Ich kann aber nicht spielen. Wie, ich muss jetzt würfeln, dann nehmen wir Will. Okay, ist anscheinend egal. Daniel! He's still trapped there. He needs help. Calm. Breathe. You've been trapped in the Shadowfell for a century. Take a moment to clear your mind. A century? Your Halsin. So würde ich auch entspannt reagieren, wenn mir einer sagt, du hast 100 Jahre geschlafen. But I need to know where Daniel is. If I venture into the Shadowfell blind, I will never find him. I'm not sure I can put it into words. The landscape there shifts and changes. War irgendwas dabei, das uns einen Hinweis gibt? Etwas, das sich verändert hat? Whenever I saw Daniel, I always smelled lavender. I can work with that. Rest now. Meet me by the lake shore.
I have what we need to proceed, but I'll need your help. Be ready. This may prove perilous. So, das haben wir geklärt. Heb den Halsin hat einen Plan. Er will uns im Gasthaus am Seeufer treffen. Ja, und er rennt weg, der dumme kleine Sack. Okay, wir rennen ihm hinterher. Ja, höchstens den Pokal. Meisterschaft gewinnt ihr ja nicht. War nur Spaß. So, was hat er zu berichten? You're here. Good. Now we can begin. Wann hat Wolfsburg denn die Meisterschaft gewonnen? Bei den Frauen vielleicht. Ach, natürlich. Oh mein Gott, klar. Das war so eine geile Mannschaft. Also das war eine 10 von 10 Mannschaft. Grafitsch, Dzeko und Misimovic. Boah, war das geil. Da war ich nicht Wolfsburg-Fan logischerweise, aber ich habe die richtig geil angefeuert. Ja, ich habe die tatsächlich gerade vergessen. Ich habe gerade überlegt, ne, De Bruyne war ja auch ein Jahr, da haben sie ja nur den Pokal geholt, da haben die auch geil gespielt mit. War das Bas Dost im Sturm mit De Bruyne zusammen die Combo? Oder war das Weghorst? Als ob der Toner Misimovic nicht kennt. Das wäre traurig. Dann war das nicht auch so ein goldenes Trio wie Balakov, Elba und Bobic? Ja, klar war das ein Trio. Das waren doch die drei großen Spieler da, als sie die Meisterschaft geholt haben. Boah, habe ich die Truppe abgehört. Das war doch auch das Jahr, wo Bayern 5-2 besiegt wurde und Grafitsch dieses Jahrhunderttor gemacht hat mit der Hacke gegen Rensing und so. Boah, das war so eine geile Truppe. Dzeko und Grafitsch da vorne drin. Sehr gut, können wir anfangen. Ich will zuerst wissen, was ich erwarten soll. Die Mannschaft war wirklich geil. Efforts, I know where to look. Now I must go there alone. Moment, sollte ich nicht mit euch kommen? Vor allem, ich dachte immer, Grafitsch wäre der bessere gewesen und dann die größere Karriere hatte ja dann eigentlich Dzeko. Grafitsch war ja dann irgendwie nach ein, zwei Jahren komplett rausgefühlt. No. Ey, ich will mitkommen, du Sack. It has to be me. And only me. But I didn't bring you here to witness an old druid's grandstanding. You have a part to play in this. And I trust you will play. Vielleicht joint er uns ja gar nicht und deswegen kriegen wir die Oma als Druidin. Das könnte vielleicht sein. But doing so will sap my strength. I'll need your help if I'm to return. Weil irgendwie joint der Sack ja gar nicht. Stay here. Keep the portal open until I return and defend it at all costs. Ich komme mit euch. Ist doch Selbstmord, alleine reinzugehen. Wir dürfen auch einfach nicht, ne? Then our one chance is lost forever. And so am I. I'd rather have you by my side. But this is the only way. Martin Pisser. It took me years of study. Of seeking the Oak Father's favor. To find a way to part the veil. Pray that this works. Oak Father, hear me. Aid me. Force open the jaws of darkness. Make passage for your vessel of light. It's ready. I'll return with Thaniel as soon as possible. Stay close to the portal. Buy me what time okay, you can. Wir haben jetzt anscheinend noch einen Kampf. Weiß ich nicht. Aber wir sind ready. Wir sind ja quasi, haben wir gar nicht gekämpft in. Ja, siehst du? Oh mein Gott, was zum. Verteidigerstop-Portal bis Halsin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Okay, dann das heißt, wir gehen. Wir machen erstmal das. Und dann gehen wir hier hin. Und wir schießen. Weil der ist jetzt tot. Gibt Erfahrung, finde ich gut. Wir wechseln auf Handwaffe. Warum? Weil... Wir speichern. Gelegenheitsangriff. So, die sind schön blind, wenn die hier reinkommen. Das ist das Gute. Das ist nicht gut. Aura des Bösen vergeht. Das klingt nicht gut. Das klingt überhaupt nicht gut. Ah, fuck, der muss hier bleiben jetzt, ne? Aber wir haben Vorteile immerhin. War jetzt nicht viel Schaden, aber besser. So. Der läuft auf jeden Fall auch hier oben rein. Weil den ballern wir runter. Der soll wegfliegen. Okay, was gar nicht geht anscheinend. Das ist schlecht. Die läuft auch nach oben rein. Wir machen hier so unsere... Unser Fort machen wir hier. Wichtig. Ja, die töten, die viel Erfahrung geben. Hehe. So, wo ist denn der Rest? Ja, wo sind die denn alle? Okay, ich sehe sie nicht. Zug beenden. Ach, da hinten. Sollen sie kommen? Sollen sie kommen? Wir müssen nur aushalten. Ganze, warte. Bochumsmeisterschaft war aber auch nicht ohne. Oh, Moment. Achso. Ey, die schießen da drauf, die Ficker. Was für... Okay, wir können also doch nicht tanken. Quasi. Ach du Scheiß. Was zum Fick? Okay, was machen wir? Wer hat einen Fernkampf? Ich glaub die, ne? Und dann benutzen wir einen Pfeil, der irgendwie... Eis vielleicht. Können wir hier so einen Eispfeil einfach reinschießen? Hehe, jetzt liegen sie nämlich. Alter, das sind ja 500 Runden. So, okay. Wir müssen im Grunde Flächendinger machen. Und das beste Flächending, was ich habe, ist gerade die Dolchwolke. Warte, die haben Fernkampf gemacht, ne? Die auch? Nee, ne? Dann mache ich hier die Dolchwolke rein. Oder warte, ich mache Feuerball. Feuerball ist doch viel besser. So, leben die noch? Scheiße, die leben ja sogar noch. Okay, das ist nicht gut. Aber dann gehen wir mit dem Licht hier rein. Haben wir hier mit ihr vielleicht einen Flächenzauber? Das wäre auch gut. Haben wir aber nicht, ne? Ich glaube nicht. Das heißt, es wird geprügelt. Guck, wir müssen einfach nur laufen und die sterben alle. Dann habe ich sogar noch meine Aktion. Hier, die haben einen Fernkampf, ne? Ja, dann prügeln wir hier auf die Raben ein. Arschlecken. Zack, gibt Erfahrung.
So, und jetzt kommen 500 Gegner. Egal, die kriegen alle schön Damage, weil die da reinlaufen, die Idioten. Frech! Idioten. Da kommen noch mehr, willst du mich verarschen? Gerade? Wie die geil die alle reinlaufen, finde ich gut. Das ist recht, das macht man nicht. Oh oh. Oh Gott, wie viel kommen denn da bitte? Okay, das tat weh. Okay, die sind wieder geil reingelaufen. Finde ich gut. So, kein noch ein Feuerball. Zwar hier so. Vielleicht erwischen wir ein paar. Okay, der Feuerball war scheiße. Haben wir denn als Bonusaktion können wir doch noch... nix. Im Grunde. Kann ich irgendwas Geiles werfen? Auf hier macht am meisten Sinn, glaube ich, wenn wir uns irgendwo reinstellen mit unseren Lichtern. Ist egal, wenn daneben geht. Er getroffen wird. Guck mal, wir brauchen einfach nur laufen. Ist hier noch ein Rabe oder so, der nervt? Scheiße. Ja, das Portal müsste halten. Komm, kein zu schalkeln. Das machen wir. Arnold spielt nicht. Komm, rennt alle hier rein. Ja, danke, danke für die Erfahrung. Wir farmen jetzt hier Erfahrung. Wie viele kommen denn da? Ja, lauft rein, lauft rein, lauft rein. Fuck. Vielleicht stehe ich da ein bisschen scheiße. Okay, das ist jetzt schlecht. Baller einfach hier rein. Eis oder Säure? Was macht mehr Sinn? Komm, wir machen Eis. Dann liegen sie. Dann treffe ich die leichter. Schön verteidigt. Noch mehr? Es reicht langsam. Ich weiß nicht, wer oder was da gerade gestorben ist, aber es ist sehr lustig auf jeden Fall. So, was haben wir denn noch? Ich habe doch so viele von diesen Spruchrollen. Können wir doch mal welche verwenden, ne? Haben wir denn noch so ein Feuerball? Feuerwand?
Ich könnte auch eine Dolchwolke machen, ne? Nee, könnte ich nicht mehr, scheiße. Kann ich nicht hier? Habe ich nicht hier irgendwo einen Feuerball noch drauf gehabt? Nee, habe ich nicht, scheiße. Nein! Das da. So, was haben wir denn da? Sortieren wir mal nach Typ. Dann müsste das nach Alphabet sein. Nebelschritt, Schutz, Hast. Feuerwand, Feuerpfeil, Feuerball haben wir noch einen. Guck mal, benutzen wir den. Und zwar ballern wir den schön. So. Ich glaube, das hat ein paar erwischt. Hier lebt auch nichts mehr, ne? Guck mal, wir laufen einfach erstmal nur hier hin. Alle tot. Und können da noch angreifen. Guck mal, wie die hier ausgeschaltet werden nach und nach. Da lebt noch was. Die habe ich nicht gesehen. Okay, ist tot. Das ist schlecht. Egal, guck mal, die leben ja kaum noch. Der ist auch kaputt gehauen. Der ist auch kaputt gehauen. Guck mal, wie wir hier die platt machen. Wir haben gar keine Chance. Totgehauen. Das ist frech. Da wäre noch ein Feuerball gewesen sogar. Ups. So. Hier stand doch einer, ne? So, tot. Easy Snack. It's done. I have him. Das gab geile Erfahrung. Alles gekillt. But something's wrong. Dreadfully wrong. No. It can't be. Ist er tot? No. Natürlich. But some part of him is missing. He's hollow. I need to examine him back at the camp. Come see us when you can. Nothing important is ever. Guck mal, Inspiration. Ach, der Kampf geht noch weiter. Guck mal, wir müssen noch beenden. Forever, pal. Was ist denn das für eine Unlogik? Aber ein Schlag, dann müsste es vorbei sein. So, speichern. Guck mal, ey, wie viel Erfahrung wir bekommen haben. Nice. Wir looten die Scheiße hier. Open up. Oh, cursed to put my hands on everything. Desperate prayers to Saluna echoing from the past. They did not save him. Wir nehmen einfach mal alles mit. Wir werden gleich aufteilen. Bullshit verticken. Schon überladen? Wie kann ich denn jetzt schon überladen sein? Okay. Oder war ein Buch? Oh! Ja, okay, das ist alles Bullshit.
Auch überladen? Gibt's doch nicht. Wo haben wir? Okay, passt. Upsala. Passt ja sehr gut. Oh Gott, wie viel ist denn das noch? And? Oh Gott im Himmel. Ich glaube, die Rahmen hat nichts. Oh Gott im Himmel. Was machen wir? Eine Short oder eine Long Rest? Ich glaube, eine Short Rest reicht sogar. Weil wir hier die Zauber verloren haben, ne? Wits and blades, always sharp. Wo war das mit der Perlenregeneration da? Wir können nur ein Drittlevel. Guck mal, wir haben kaum was verbraucht. Ich mach mal eine Short Rest. Den simplen Grund, damit wir hier die Zauber wieder haben. Wie zum Beispiel das hier. So. Ich hoffe, die hat noch genug Geld. See if there's anything you need. We don't know when the next blow might land. Ja, hat sie. Hier ist Bullshit nur, ne? Okay. Okay, sie hat doch nicht genug Geld. Das ist schlecht. Na, guck mal, die hat ein paar neue Sachen. Oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, weil hier so lila ist. Okay, das ist ja. Wo haben wir denn noch Händler eigentlich? Ach, hier vorne war doch einer. Schnell! Zum Händler! Time for a chat. Can't sleep. So I might as well hammer. Need anything? Der hat wenigstens noch ein bisschen Geld, ne? Wir haben bald keine Händler mehr, wofür wir Geld bekommen können. Das ist schlecht. Der irgendwas, was wir gebrauchen können, ne? Pfeile, juckt mich nicht. Juckt mich nicht, juckt mich nicht, juckt mich nicht. Kacke. Das ist schlecht. I'll be here if you need it. What's cooking? No time to dally. All's well that ends. Not as bad as it could have. Can't give up now. My faith protects me. Bla bla bla, tolles Buch. Okay, pass. Wir brauchen mal neue Händler. Das gibt's ja nicht. Okay, pass. Jetzt gehen wir ins Lager. Defender of the people.
Zweimal Schattenwurzel? Okay. Okay, passt, passt, passt. Lager! Warte, war das jetzt Long West? Ich hoffe nicht. Ich war doch Lager, ne? Ja, das ist Lager. Okay, perfekt. Denn hier soll ja der Blödmann stehen. Da hinten. Alright. What now? Wo ist er? Hier, oder? Dann speichere ich und es ist genau 15 Uhr. Und fast genau spiele ich 4 Stunden. Na, dann wird jetzt gekocht und gegessen und gefußballt. Kommen die alle mit? Nee, doch nicht. Speichern. Machen wir mal einen neuen Spielstand. Einfach, weil wir es können. So, und dann bis... Vielleicht werde ich so um 20.30 Uhr nochmal ein bisschen was zocken. Aber davor ist halt Bundesliga und Dortmund ist um 18.30 Uhr, ne? Von daher bis... Ja, ich werde wahrscheinlich zocken. Bis wahrscheinlich heute Abend dann, ne? Also später Abend. Tschö! Hätte ich vielleicht jetzt erst sagen sollen. Tschö!